Willkommen zu A House for Alessa 3. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe die ersten beiden Parts schon gespielt. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Ich empfehle euch, die als erstes anzuschauen. Lohnt sich definitiv. Und vor allem versteht ihr dann die Story besser. Denn in dieser Story ist es so, wir haben ja als letztes Mr. Bob zum Schlafen gebracht. Und jetzt gibt es eine neue Gefahr. Und ich bin sehr gespannt, was du zu dem Game sagst. Mit einem Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und meine liebe Live-Community sagt euch im Chat auch wie immer Hallo. Deswegen lasst gerne ein Abo da auf www.twitch.tv/gnu_live. Ich werde euch wieder übersetzen, denn das sind nämlich einzelne Sätze. Da spricht keiner, da funktioniert das wie immer. Ich hoffe, in dem Fall ist es okay. Wir haben uns ja ein bisschen bei der Übersetzung geeinigt, dass wenn Leute sprechen und man kann es nicht irgendwie aufhalten, ich immer das Gesamte nach dem Gespräch übersetzen werde. Und wenn es einfach Sätze sind, ich die grob vorlese und übersetze. Das ist inhaltlich, das ist, was gesagt wird. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich bin gespannt und let's go. So. Genau, also wer quasi Herzprobleme hat und Epilepsie, sollte das Spiel nicht spielen. Es gibt 12 Enden. Wenn du in dem Ende aber keine Credit-Scene am Ende siehst, ist es nicht das gewöhnliche Ende. Das hat der Entwickler, glaube ich, so gemacht, da er wahrscheinlich noch einen vierten Part bringen möchte. Und ich glaube, er erzählt die Geschichte immer wieder neu von Anfang an und erklärt es den Leuten. Und ich glaube, die erste Version hatte 4 Enden, die zweite auch voll viel. Und ich glaube, die jetzt auch wieder 12. Und er muss sich auf ein Ende quasi konzentrieren, wo er sagt, das ist das offizielle Ende. Content Warnings, die lesen wir auch nochmal, die könnt ihr alle sehen. Kein Spiel hat mehr Content Warnungen als sonst irgendwas, aber es bereitet uns auf das vor, was kommt. Das ist gut. Eine Marionette mit einem großen Po. Und eine Cave Waifu. Ich mag den Humor. Okay, mein Name ist wie immer Gnu. Gnü. Nein, ich werde jetzt das Voice Acting nicht aktivieren. Wir haben vorhin reingehört. Ich finde es ein bisschen nervig. Und Footsteps lassen wir an. Und die machen wir einfach Default. Und dann gehen wir rein. Censorship. Ja, es gibt kein Censorship. Uiuiuiui. So, wir können einen Geisterhund mit uns mitlaufen lassen. Das machen wir. Der hat aber keine Relevanz. Wir nennen den einfach Dogo. Dogo. So. Und wir können eine Geisterkatze mit uns rumlaufen. Ich würde es aber sagen, nein, sonst wären es zu viel. Hier gibt es noch einen Lachmodus. Wenn du den aktivierst, ist es so, als würdest du eine amerikanische Serie gucken, wo ständig im Hintergrund gelacht wird. Deswegen machen wir nein. Das Intro skippen wir auch nicht. So, let's go. Das ist unser Vater wahrscheinlich, oder? Hab keine Angst. Dein Schmerz bringt mir Spaß. Furchtbar. Mein Name ist Alessa. Du erinnerst dich vielleicht noch an den Deal, den ich mit Mr. Bob hatte. Und ich, ist wie gesagt, es gibt mehrere Enden. Man kann ganz viele Deals machen. Ich glaube, wir hatten den Deal, dass wir ihn heiraten. Und ich glaube, hier ist der Deal mit der Kerze, dass wir ihn quasi eliminiert haben. Also schaut auf jeden Fall Part 1 und 2. Habe ich extra gespielt. Dann haben wir nämlich diesen Gott gefunden, den Sagarakatal. Und mit denen gab es auch verschiedene Deals. Da gab es unfassbar viele Möglichkeiten, was man machen kann. Sie sagte, sie hat Mr. Bob für 99 Jahre mit der Kerze in einen Schlaf quasi gebracht. Das haben wir auch damals ausgewählt. Genau, es war der Deal, aber dafür musste ich ihn heiraten, oder? Beziehungsweise habe ich doch dann dieses Mädel mitgenommen, mit der ich dann geheiratet habe. Ich habe, genau, meine Freundin Greta, die haben wir nämlich gerettet. Die waren nämlich auch in einem Haus gefangen. But in turn I had to sacrifice my hearing. Ah, okay. Wir hören nichts mehr. Bin jetzt taub. Thankfully, some month later, I had an eardrum surgery. Okay, ein paar Monate später hatten wir quasi eine Operation am Trommelfeld. Und jetzt kann ich wieder hören. Ah, es ist also wieder alles
Wie immer. Oh, wir sind jetzt ein Paar. Süß. Das heißt, das offizielle Ende. Vielleicht hattet ihr ein anderes. Es gibt mehrere, aber das ist das offizielle. Die Arme hat aber auch nie ihre Ruhe, oder? Greta und ich haben uns entschlossen, von der Stadt wegzuziehen. Wir haben ein schönes kleines Haus in einer small rural town. Also rural town ist da eine kleinere Stadt gefunden, oder? That's where we are heading now. Da ziehen wir jetzt hin. Oh. Cute. Aber dann kam eine neue Bedrohung. Looks like everything is ready. Sieht so aus, als wäre alles fertig. Ja. Bist du glücklich, Greta? Bin ich. Aber was ist mit dir? Wirst du die Stadt nicht vermissen? Oder dein Apartment? No, girl. Look at it, butt. Nicht wirklich. Es war wirklich schön, dieses Apartment oder ein Apartment zu besitzen. Aber ich habe genug von der Stadt. Ich bin auch kein Stadtkind. Los, Greta. Lass uns doch in unser neues Zuhause gehen. Ja, ich bin bereit, Alessa. Wieso tue ich eigentlich Frauen immer so dumm sprechen? Oh, sogar einen eigenen Song. Geil. The road to the town is blocked. Also der Weg zur Stadt ist blockiert. Alessa und Greta können nicht weiterfahren mit dem Auto. Okay. Schau, Alessa, da ist ein Weg da drüben. Es muss zur Stadt führen. Es fängt halt schon so schrecklich an. Und vor allem, dass sie jetzt noch so blass und fertig aussieht, spricht nicht dafür, dass sie sich erholt hat. Okay, weiter geht's. Warum ist da so viel Nebel? Okay, wir bewegen quasi. Movement, enter, left, click, confirm, accept, right, X. Okay, you can save your file. Oh genau, ganz wichtig, Leute. Erinnert mich bitte immer ans Speichern. Es gibt nichts Wichtigeres. Das ist ganz wichtig. Bitte, 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 bitte. Da ist mein Hund, der ist age 99. Ich bin 26, sie ist 23. Okay. Interesting. Okay, Items. Brush. Diese Furzgeräusche, herrlich. Oh yeah, look at me. I'm a girl. Kann ich mit ihr irgendwie reden? Nee. Hat sie überhaupt Beine? Süß, der Geisterhund. Weiter geht's. Was passiert hier? Tick, tick, tick. Ich weiß gar nicht, wen die Footsteps hier irgendwie nerven. Das ist doch schön hier. Aber eigentlich haben wir ja alle Probleme beseitigt, oder? Weird. Ich habe Angst. Außerdem, wo sind meine Arme? Achso, die sind hinter den Rücken verschränkt.
Oh, da ist sein Gesicht. Jetzt sind Schritte da. Ich finde die Schritte gut. Also mich haben die nicht gestört. Der Hund ist 16, also in Hundejahren. Ja, das ist noch in Ordnung. Wir werden beobachtet. Ich glaube, ich kann das nicht ändern, oder? Oh mein Gott. Wir sind egal, nimm sie. Nimm nicht mich, nimm sie. Kann ich wieder zurückgehen? Wahrscheinlich nicht. All good, all good. Ich glaube, Mr. Bob kann nicht zurückkommen. Der schläft 99 Jahre, Leute. 99 Nights. Wir haben es geschafft. Das ist die Stadt. Aber wo sind alle? Es wirkt wie eine Geisterstadt. Das stimmt allerdings. Willkommen. Lass mal laufen. Also spätestens dann, nach dem, was sie erlebt hat, würde ich schon längst umdrehen, ganz ehrlich. Okay, was gibt's denn hier so Feines? Oh. Kann ich wieder raus? Ich habe nichts gesehen. Oh nein, es ist... Ach, ich dachte gerade, sie ist weg. Können wir das bitte einfach ignorieren? Nichts ist passiert. Ich glaube, ich kann aber auch nirgendwo anders rein, oder? Oh doch, hier ins Hotel. Verdammt, ich brauche wahrscheinlich den Schlüssel hierher, ne? Oh no. Ja, der Hund hat keinen Sinn, aber er ist dabei. Und das finde ich sehr schön, vor allem wie er die Füßchen bewegt. Ich fühle mich jetzt nicht so allein, das ist gut. Ihr seid zwar auch da, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wir haben hier ganz viel Blut. Das ist schon mal nicht gut. Ich durchsuche trotzdem mal alles. Mich juckt schon gar nicht mehr. Einfach so mit den Armen verschränkt. Ist egal. So, was ist das hier? Da geht ein Pfeil lang. Ist ja sehr sassy. Das sind Schüsse in der Wand. Oh mein Gott. Das ist der vom Anfang. Möchte ich... Oh mein Gott! Wer könnte das getan haben? Diese Schere, diese Wunden... Ich glaube, ich weiß, wer das getan hat, Mr. Bob. Wer? Es war Marietta. Marietta, wer ist das? Erinnerst du dich nicht an sie? A big woman with a mask. Ah, eine große Frau mit einer Maske, einen Hut, die haben wir doch gesehen. Ja, sie hat mir das Glas der Wahrheit gegeben. Aber warum sollte sie hier sein? Warum sollte sie das tun? Was ist, wenn sie weiß, dass wir gekommen sind? Und vielleicht ist das die Rache an... Dafür, dass Mr. Bob verschwunden ist. So, vielleicht war es Rache. Killing the people of our new town. Die Leute also von der neuen Stadt töten. Maybe her presence explains the fog. Ah, vielleicht ist es ihre Präsenz, die den Nebel erklärt. And I bet it was her who blocked the road. Und ich wette, es war sie, die Straße blockiert hat. Alessa, was sollen wir jetzt tun? Beruhig dich, Greta. Wenn sie in der Gegend ist, werden wir sie aufhalten müssen. Sie sollte jetzt nicht mehr so stark sein, seitdem Mr. Bob gegangen ist. Okay, wir können sie auf jeden Fall besiegen. Ja, da wäre ich aber nicht so optimistisch. Okay, die Haut von seinen Armen wurde operativ entfernt. Ekelhaft. Ich weiß nicht, wohin. Links, rechts? Keine Ahnung. Wir gehen mal gegen den Uhrzeigersinn. That's a key. Ein Hotelschlüssel. Na, schau mal an. Books by Franz Kafka. Franz Kafka. The one on the top is the castle. Oh Gott, den Kafka, ey. Da musste ich auch mal in ein Theaterstück gehen. Das ist ja auch so eine gestörte Geschichte. Okay. Alles irgendwie durchleuchtet. Eine Badewanne. Ein Waschbecken und eine Toilette. Nichts Aufregendes. Also, wir haben eine Hotelschlüssel, Leute. Genau, ganz wichtig. Speichern. Wie kann ich den speichern? Ah, hier, speichern. So. Hat es jetzt gespeichert? Das ist ganz wichtig. Ihr braucht noch später mehrere Speicherpunkte. Und das Wichtigste ist, wie in Baldur's Gate, man muss ständig speichern. Das ist das Allerwichtigste. Ich spiele nächste Woche dann Alan Wake 1. Und dann, sobald es durch ist, gehen wir zum Zweier. Genau. Immer schön speichern. Ich kann auch rennen. Ab ins Hotel. Ich habe den Schlüssel benutzt. Marietta muss hier sein. Okay, Marietta. Eine Flashlight. Es kann quasi mit der Taste Q aktiviert werden. Okay, das sollte so nützlich sein. Oh, scheiße. Spätestens jetzt, ne? Okay. Was gibt's hier? Da ist eine Note. Don't forget to turn on the hidden switch under the counter in the bar. Ah, okay, es gibt einen versteckten Schalter an der Bar. Da mache ich das Licht wahrscheinlich wieder an.
Gucken wir mal, wo wir die Bar finden. Hier. Das ist für mich eine Bar. Und da komme ich nicht hin. Verdammt. Empty Battle. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwas machen kann. It's broken. So, let's go. Oh, was habe ich jetzt genommen? Items. Ein Hotel-Key, Brush und Flashlight. Habe ich gerade den Schalter umgelegt? Ah, cool, jetzt sind die Dinger weg. Okay, wir gucken aber trotzdem mal. Ich würde kurz speichern. Don't trust this game, Leute. Da kann jederzeit ein dummer Tod kommen. Der Türknauf ist kaputt. Ah, und hier sind auch wieder Blocks. Okay, da muss ich 100% hoch. Let's go, girl. Immerhin ist meine Freundin dabei. Es ist echt crazy, dass es einen dritten Teil gibt. Ne? Das Spiel hat sich durchgesetzt. Das kann man definitiv sagen. Auch der Knauf ist gebrochen. Ich laufe mal nicht auf den gelben Teppich. Der ist sass. Hier ist ein Bild. Der ist ein Hidden Switch. Oh Gott, soll ich den Switch pressen? Warte, wir warten mal noch. Das kann wieder den Tod bedeuten, so ein Kack. Dieses Spiel ist so ein Game, wo man sagt, dumb ways to die. Aber komm, ich weiß, ihr seid neugierig. Aber davor? Nein. Davor wird gespeichert. So. Okay, ich habe irgendwas gedrückt. Noch nichts passiert. Ich glaube eher, dass das auf der Seite weggegangen ist. Auch wieder kaputt. Ich glaube, dass das hier weggegangen ist. Unten war das, glaube ich. Ich glaube, unten ist es jetzt weggegangen. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal hoch. Das Spiel Gabinio kommt, ist schon, also das wird auf meinen Zweitkanal hochgeladen. Und ich habe schon die ersten Teile auch gespielt. Kannst du dir gerne anschauen. House of Alessa 1, 2 und dann 3. Okay, da ist irgendeine weirde Tür. Du hast eine Note. Nitnjap. Nitnap? Wolp? Eloa. Ah. A hole below a painting. A hole below a painting. Okay, ein Loch unter einer. Diese Tür ist verflucht. Only a holy rosary can lift the curse. Also brauchen wir etwas, um den Fluch aufzuhalten. Also da ist ein Loch unter einer Zeichnung, hieß es. Wieso sind eigentlich diese roten Pfeile da? Haben Leute nicht gecheckt, wo sie lang müssen? Hä? Happy Birthday? Oh, alles Gute. Da hat jemand Geburtstag. Happy Birthday, Girl. Happy Birthday an alle, die gerade zuschauen und Geburtstag haben. Oder hatten. Alles Gute nachträglich. Ich glaube, dass es jetzt weg ist. Jetzt ist es auch wieder kaputt. Ist die Tür auf? Ein Schlüssel? Eventuell. Ah, da ist ja quasi die heilige Rosarie. Was ist Rosary? Ich sag einfach eine Rosarie. Das hört sich so schön an. Auch wenn es das Wort vielleicht nicht gibt. Es ist ein Rosana. So, let's go. Dann können wir den Fluch jetzt brechen. Wuhu, speichern. Wie gesagt, das ist ein Spiel, in dem man jederzeit sterben kann. Die Reihe, nee, auf Itch.io könnt ihr euch das runterladen. Oh, hier geht's auch noch hoch. Ah, nee, da war ich schon. Irgendwie Angst, dass mich der Boden aufspießt. Das ist mir schon zu oft passiert in dem Teil. Aber was war das mit dem Bild? Okay, ich glaube, jetzt fängt das Spiel an. Wunderbar, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so wunderbar ist. Oh nein. Speichern! Bitte tut mir nichts. Oh Gott. Marietta! Irgendwie erinnert mich das an Meerrettich, oder? Ah, du bist es, die Verräterin. Und das dumme Mädchen. Ich bin nicht dumm. Du bist diejenige, die mir geholfen hat und mir das Glas der Wahrheit gegeben hat. Also die Brille der Wahrheit, die Glasses of the Truth.
Schau mal, Alessa. Skeletons of the Townsfolk. Ah, okay, das sind die Skelette von der Stadt. Marietta? What have you done? Marietta, was hast du getan? Wieso hat ihr gerade geredet? Ist das nicht offensichtlich? Ich habe quasi alle Leute aus der Stadt, aus dieser erbärmlichen... Also ich habe quasi alle Einwohner aus dieser erbärmlichen Stadt getötet. Warum hast du das getan? Das waren aber nicht viele, das waren das für ein Dorf. Das ist die Rache für deinen Onkel? Rache für meinen Onkel? Oh nein, der war mir doch komplett egal, der hat genervt. Eigentlich bin ich sehr froh, dass du ihn für immer in einen 99 Jahre langen Schlaf gebracht hast. Also ist das, bist du nicht hier für Rache? Warum bist du dann hier? Was planst du? Ich bin gekommen, um Menschen zu... come to harvest human... Ah, ich bin gekommen, um Menschen quasi zu farmen, einzusammeln für ein Ritual. Ein Ritual, das mein Vater zurückbringt. Dein Vater? Oh nein. Greta, wer ist Mariettas Vater? Es ist Mr. Alfred. He's Sagarakatals eldest son. Er ist der älteste Sohn von dem Gott. Oh Gott, wie kannst du es nur wagen, den Namen meines Vaters auszusprechen? Warum diese Stadt? Diese Stadt, a town happens to have a strong spiritual connection. Ah, diese Stadt hat eine sehr starke spirituelle Verbindung mit einer unendlichen plane linked to my father. Was ist ein plane linked zu meinem Vater? Also irgendwas ist unendlich an seinem Vater gelinkt. Aber was meinen die mit Plane Linked? Genau, das ist Part 3, was wir gerade spielen. Meine Süßis. It's Part 3. Und die haben wir gesehen in Part 2 und die hat uns ja quasi diese Glases gegeben. Mittlerweile wissen wir wahrscheinlich mit Absicht, damit wir den aus dem Weg schaffen, der sie eigentlich nervt. Deswegen. Mein Vater, schläft schon seit sehr, sehr langer Zeit und ich vermisse ihn sehr. Mein Onkel hat es mir nicht erlaubt, dieses Ritual zu machen, weil er meinen Vater hasst. Wie auch immer, ich weiß, dass mein Onkel schläft, also kann ich tun, was ich will. Verbindung zur ätherischen Ebene hieß es. Ah, danke schön. Ich möchte meinen Vater zurück. He's going to make reality so much fun. Ah, okay. Reality. Ihm wird die Realität so sehr gefallen. Ich werde jetzt noch genug Opfer oder Opfergaben sammeln und dann kann ich das Ritual beginnen. Und wahrscheinlich sind wir die letzten zwei, die fehlen, oder? Ich würde mal sagen, dass wir ein Problem haben. We're fucked. Was ist los, Greta? Ich war noch nie in einem Restaurant zuvor. I don't want people to look at me. Ah, ich möchte nicht, dass Leute mich anschauen und denken, dass ich seltsam aussehe, weil du so blass bist. Leute würden immer irgendetwas finden, was sie an dir kritisieren können. Sei es deine Erscheinung, deine Hobbys oder selbst die Musik, die du magst. Aber es sagt mehr über sie als über dich. Ich glaube nicht, dass Leute sich darüber lustig machen, dass du so blass bist. Aber wenn sie es tun, dann ignoriere sie einfach nur. Despite everything you went through, außerdem nach allem, wo du durchgegangen bist, bist du eine wunderschöne Person, Greta. Mit einem wunderschönen Herzen. And if they mock you, they will have to answer. Genau, wenn sie sich mit dir anlegen, müssen sie sich mit mir beschäftigen. Niemand wird sich über meine Freundin lustig machen. Cute. Oh, danke, Alessa. Das ist wirklich so, ne? Ich habe das teilweise auch letztens in einem Restaurant gehabt. Das hat mich so genervt. Es war auch wieder so ein bisschen ein urigeres Restaurant. Und manchmal glotzen Leute einfach so nervig und tuscheln. Und zwar so offensichtlich, wo ich mir immer denke, labert doch unauffällig. Muss es so auffällig sein? Muss es denn... So, man kann doch auch Leute anschauen und was vorsichtig sagen. Man muss doch nicht immer so dieses offensichtliche Rumgelästere machen, dass man irgendwie das Gefühl hat,
dass es einfach was Negatives ist. Wisst ihr, was ich meine? Man kann ja Leute auch freundlich anschauen. Was passiert? Wo bin ich? Wo ist Greta? Wo ist mein Hund? Ah, da. Warum trage ich diese weiße Uniform? Oh mein Gott, oh nein, der Arzt. Oh nein, deswegen, die Haut wurde doch vorhin abgezogen. Das war der Arzt, der machte schon Experimente mit uns. Ah, Alessa, du bist jetzt wach. Wer bist du? Oh, eine weitere halluzinierende Episode. Ich bin Dr. Salometti, dein Therapeut. Das ist deine Zelle. Wir sind hier in der psychischen Anstalt Justine, for the criminally insane, für die ganz kriminellen Verrückten. Was? Warum bin ich hier? Alessa, du bist hier ein Patient schon seit 20 Jahren. Erinnerst du dich nicht? Du hast deine Eltern getötet und dann hast du quasi Monster, die du dir vorgestellt hast, dafür die Schuld zu geben, die du Mr. Bob genannt hast. Man weiß es halt wirklich nicht, ne? In order to deal with your guilty, das hast du wahrscheinlich getan, um mit deiner Schuld und deinem Trauma klarzukommen. Du hast quasi eine eigene Realität in deinen Gedanken kreiert. Ey, das wäre doch ein Plot-Twist, oder? Wenn es wirklich so wäre. Eine Realität, wo du eine Sozialarbeiterin bist, die sich gegen dämonische Gegner oder Monster oder Erscheinungen einlässt oder besiegt. Oh nee, das wäre richtig ätzend, wenn das alles... Also Jugendamt waren wir quasi. Nein, du lügst! Wo ist Greta? Alessa, Greta war einfach nur eine Puppe, die du hattest, als du ein Kind warst. Sie ist nicht echt. Aus irgendeinem Grund stellst du dir immer diese junge Dame vor, dass sie sehr nah zu dir ist. Aber das ist nicht wahr. Das ist Nonsens. Es muss aufhören. Greta ist nicht wahr und nicht real. Mr. Bob ist auch nicht real. Du bist einfach nur eine Sozialarbeiterin. Du bist eine Frau mit großen, großen Problemen. Nein, ich glaube dir nicht. Ich wette mit dir, Mr. Bob wird auch zurückkommen. Oh, oh. Die Ablehnungsphase oder Verneinungsphase schon wieder. Oh, ich glaube, wir müssen es auf die harte Tour tun. Oh, der sieht aber shady aus. Das ist Super Mario. Das ist Mario oder Luigi. Nurse Helga, bringen Sie mir die Betäubung, den Tranquilizer. Oh nein. Ey, das wäre es ja, wenn wir das uns alles nur eingebildet hätten. Oh, was ist passiert? Ah, guck mal, jetzt haben sie den Tranquilizer geholt und jetzt bin ich wieder in dieser Welt. Puppen, was geht hier vor sich? Oh, du bist wach, gut. Oh nein, was bist du? Ach komm schon, Alessa. Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin die Krankenschwester Helga. Nein, ich erinnere mich nicht. Was mit deinem Gesicht? Mein Gesicht, was meinst du? Da ist nichts falsch mit meinem Gesicht. Ey Leute, den Satz sage ich so oft, wenn ich ungeschminkt bin, wenn Leute sagen, ah, was ist mit deinem Gesicht? Ich bin nur ungeschminkt. You're related to Mr. Bob, aren't you? Ah, du bist irgendwie mit Mr. Bob verbunden. Stimmt das nicht? Ich wusste es. Das ist einer dieser Tricks. Oh mein Gott. Die Mr. Bob-Paranoia schon wieder. Was ist dieser Ort? Was mache ich hier? Das ist der Recreation. Das ist der Rekreationsraum. The other patients have a lot of... Ah, die anderen Leute haben mir die anderen Patienten haben mir sehr viel Spaß. Patienten? Du meinst diese Puppen? Puppen? Sehen sie für dich aus wie Puppen? Sie sind keine, sehen nicht aus wie Puppen. Sie sind Puppen. Kannst du es nicht sehen? Sie bewegen sich nicht mal. Bla, 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 bla. Komm schon, geh und hab Spaß. Deine Operation wird in einer Stunde sein. Operation? Was ist eine Operation? Your Lobotomy, of course. Was ist ein Lobotomy? Das müsst ihr mir jetzt aber sagen. Also ich muss echt sagen, wie schlimm muss es sein, wenn du dir wirklich sowas vorstellst und feste Überzeugung bist, dass es so ist und keiner glaubt dir und du siehst es einfach so. Das muss so furchtbar sein. Lobotomie. Oh mein Gott, Lobotomie, natürlich. Elektroschocks am Kopf, das ist so furchtbar. Ist es nicht die Scheiße mit dem... nee, wartet mal. Ist nicht Lobotomie das, wo die diesen langen Nagel dir durchs Auge schießen?
weil man früher dachte, so operiert man Leute, die Schizophrenie haben. Genau, sich Stich in den Kopf. Das haben wir doch gesehen bei diesem furchtbaren Game. Das mit dem Town, was ich gespielt habe. Wie hieß es nochmal? Das war ja tragisch. Ich brauche keine Lobotomie. Mir geht es gut. Oh ja, natürlich. Deswegen siehst du auch Leute als Puppen. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Denk nicht mal dran, hier rauszugehen. Okay, ich speichere mal und werde es wieder probieren. Okay. Wie hieß es nochmal? Town auf irgendwas. Eine Puppe, die ist nicht am Leben. Ist ein Social Interaction something? Ist nicht soziale Interaktion etwas Wunderschönes? Ja, wenn ich sie jederzeit beenden kann schon. Musik Records. Town of Light. Genau, guckt euch Town of Light an. Das habe ich gespielt. Das ist auch ein krasses Game, ey. Okay, dann let's looky looky. Sieht da eine Uhr, sie arbeitet nicht. Ja, das ist halt so, ne? Wenn ich in meiner eigenen Fantasie lebe. Oh Gott, das ist bestimmt meine Lieblingspuppe, ne? Oh, eine wirklich gruselige Puppe. Alessa! Ich hoffe, du hattest Spaß. Es ist Zeit für deine Operation. Nein, ich brauche keine Operation. Natürlich brauchst du es. Vertrau mir. Highly trained. Ich bin sehr professionell. Ich bin, also, sie ist halt sehr gut ausgebildet. Was soll ich tun? Try to escape surgery time. Ich versuche mal abzuhauen. Oh. Ich glaube, das war nix. Ah, ich muss raus hier. Jetzt hätte ich aber eigentlich gerne auch die Operation gesehen, ne? Oh shit. Oh shit! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Surgery Time, Leute. Oh Gott. Ja, ist ja gut, Spiel. Es ist gut, wir haben es gesehen. Congratulations, you got Alessa killed and now Greta's crying. Okay, okay, okay. Aber Leute, wir sind ja kleine Schlingels. Wir wollen jetzt unbedingt mal sehen, was ist, wenn wir uns operieren lassen, oder? So, let's go. Lass mich jetzt operieren. So. Okay, Surgery Town. Surgery Time? Okay, let's go. Surgery Time. Du wirst dich danach wirklich viel besser fühlen. Oh, es ist eklig. Oh Gott. Ekelhaft. Jetzt bin ich richtig lost. Ending 1 von 2. Watch the credit, please watch it last once to support the voice actors, the creators of the external access and deaths. Okay, I watched them. Haha, no, I already watched them. Haha, nein. Then Helga will visit you in your dreams tonight. Wenn ich die Credits nicht anschaue, wird Helga mich heute Nacht anschauen. Ich will ja noch weiterspielen. Wir schauen die Credits ja auf jeden Fall an. Ich liebe das, wie der Entwickler das gemacht hat. Wie lustig der da mit einem umgeht. Es ist super lustig. So wie spielerisch er einen immer verarscht. Das ist so geil gemacht. Okay, so, da müssen wir jetzt wahrscheinlich rennen, ne? Okay. Try to escape. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Girl. Hau ab. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wir... Ah. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Schat. Hör auf mit zu verfolgen. So eklig. Die macht sogar die gleichen Moves wie ich. Die ist so eklig. Ich lauf mal lieber auf dem Blut, oder? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, ich bin frei, oder? Ah, nein! Oh Gott, Hilfe, wie werde ich denn los? Leave me alone! Oh Gott. Ich glaube, sie kann nicht hochklettern. Okay, jetzt ist meine Chance zu entkommen. Okay, eine Puppe. Eine Puppe, sie ist nicht am Leben. Also ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob wir hier der Psycho sind oder was hier das Problem ist. Ich muss da 100% rein. Okay, let's go.
Okay, das Essen scheint sehr verrottet zu sein. Es riecht furchtbar. Ein Geschirrspüler, ein Ofen. Let's go. Weiter geht's. Oh, es ist dunkel. Ich mag es überhaupt nicht. Eine Flashlight. Ja. Endlich. Schön. Der Knauf ist kaputt. Oh oh. Oh nein. Du schon wieder. Hab dich gefunden. Ah! Nein. Oh, das ist ja furchtbar. Okay, renn einfach nur, Girl. Bisschen schneller, wenn es geht. Oh mein Gott. Die wird uns so abpacken noch. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ist das so ein never-ending Flur hier? Oder kann ich auch irgendwann mal irgendwo rein? Oh Gott, Hilfe. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach in dieses Loch, oder? Wo sie rausgekommen ist. Shit! Ich hab mich gespeichert. Nein! Aber wie soll ich denn da entkommen? Shit. Peter ist überhaupt nicht da. Peter gibt's wahrscheinlich gar nicht. Okay, ach, das ist hier lang. Ich muss speichern, ihr merkt es. Okay, Girl, gib mich auf den Sack. So. Okay, sobald ich hier drin bin, speichere ich wieder. Ey, easy. So geil, einfach nur. So. Ich glaube, dass ich nicht in die Türen kann, oder? Hier war ja nichts, ne? In eine Tür? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, ich muss einfach nur jedes Mal ausweichen. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach immer nur, wenn sie springt, ausweichen. Ich glaube, that's the deal. Dieses Schenkelchen von dem. Okay, 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 okay. Oh, das war gut. Das war gekonnt. Oh Gott! Oh Gott! Konzentration, Leute! Oh Gott! Oh mein Gott! Und jetzt? Ich kann mich unter dem Tisch verstecken. Oh ja, bitte tu es einfach nur. Komm schon, Alessa! Deine Krankenschwester Helga ist hier! Okay. Okay. Ich werde sie irgendwie schon finden. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht hoch, aber wir speichern. Das ist sehr gut. Mein Speicher-Remembering. Ich glaube, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hast. Ich glaube, sie ist nicht die hellste. Okay. Ich gehe jetzt mal runter. Kein Bock mehr auf die. Okay, es sind überall Schilder. Die lese ich. Stuff only. Ein Mitarbeiter. Okay, was gibt's hier so? Kann ich das verschieben? Nee, kann ich nicht. Hier ist ein Buch. The angels are coming for you. The angels. Can you hear them whistle? Mhm. Wieder eine Tür. The door is cursed. Ich brauche schon wieder irgendwas. Okay, gar kein Problem. Ich finde es aber cute, dass euch solche Spiele gefallen. Das finde ich echt süß. Oh. Ich jeden Montagmorgen. Ich würde jetzt mal speichern und sie dann interrupten. Einfach nur, weil ich weiß, dass ihr es unbedingt sehen wollt. Was ist denn hier im Spiegel? Ein zersprochener Spiegel. No reply. Okay, die sagen gar nichts. Eine gruselige Puppe. Irgendwie ist das ASMR satisfying und sollte es eigentlich nicht. Die gehen doch tatsächlich auf die Türen. Oh mein Gott.
Yesterday ist es, etwas habe ich gestern, habe gestern etwas außerhalb der Psychiatrie gesehen. Ein großer Wurm mit einem Kopf von einem alten Mann. Er hat gebellt. Oh nein, die werden wir 100% auch noch sehen. Mhm. Wieder ein Buch. Giant Centipede lives in... Oh, ein großer Tausendfüßler lebt hier in der Anstalt. He has possessed one of the... Er hat einen der Doktor quasi possessed. Es ist, ich kenne die Wörter, aber manchmal in Deutsches zu finden. Oh, wie sagt man, wenn du die Gedanken oder die Dinge übernommen hast von jemandem? Besessen, ja. Genau, das war das Wort. No reply. A very creepy doll. Hm. Hier ist nichts, wieder nur eine Zelle. Eine Zelle und hier geht's weiter. Ich speichere dann mal! Schlechte Idee, ich glaube auch. Oh Gott, furchtbar. Ist irgendwie gruselig. Morg. Unangenehm. So. Sit dois salutis quae. Ist es wieder irgendwas rückwärts? Nee. Keine Ahnung, was soll das heißen? Weiß es jemand? There used to be a door. Also hier sollte eigentlich eine Tür sein, aber sie ist weg. Genau, es ist eine. Oh mein Gott, hier hat mir den Kopf abgerissen. Oh Gott, Mann! Eine Psychiatrie ist es. Verdammt, aber wir haben ja zum Glück gespeichert. Okay, war glaube ich überall nichts Wichtiges drin. Kann es sein, dass ich die Flashlight ausmachen muss? So, erstmal speichern. Weiter geht's. Verdammt! Das Latein, was heißt es? Wo bekomme ich die heilige Rosary? Holy Rosary? Muss ich einfach nur vorbeilaufen ganz schnell? Nee. Möge Gott deine Rettung sein, heißt es. Warte, bis die wegschauen. Ach, die schauen. Ah. Ah. Hä? Aber die haben doch weggeschaut. Du musst warten, bis die wegschauen. Aber die haben doch weggeschaut gerade. Die hatten doch ihre dummen Köpfe jetzt. Ach so, da kommt was raus. Das habe ich nicht erkennen können. Das ist jetzt aber der schlechten Verpixelung verschuldet. Jetzt schauen die raus. Jetzt schauen die nicht. Jetzt schauen die raus. Jetzt schauen die nicht. Jetzt schauen die raus. Jetzt schauen die nicht. Okay. Oh. Unangenehm. Oh. Ist hier irgendwas, was mich umbringt? Eine Holy Rosary. Ah, wunderbar. Okay, jetzt muss ich erstmal speichern, weil ich einfach ein... Ich liebe es, wenn ich... Also Baldur's Gate spiele ich ja auch gerade und die sagen mir die ganze Zeit, ich soll meine Speicherplätze endlich löschen. Man kann nichts mehr speichern. Oh Gott. Hasse es. Okay, jetzt müssen wir ganz zurück in den Raum, wo das Bücherregal war. Wo der Psychopath hier irgendwas wegrasieren will. Ich immer, wenn der Sommer kommt. Und dann
ganz schnell hoch. Oh, ich speichere nochmal. Not feeling safe hier. So, und dann nach rechts, glaube ich. So, hier bitteschön, friss. Also ich find's crazy, wenn jetzt rauskommt, dass alle ersten Teile einfach nur meine gestörten Gedanken waren. Oh Gott, da ist Mr. Dogo. Eine Syringe, eine Spritze. Nice. Kann ich dir die reinrammen? Alessa, wo warst du die ganze Zeit? Deine Operation beginnt. Lass mich hier raus. Du kannst mich nicht reinlegen, du bist kein Arzt. Du hast recht. Ich bin mehr als ein Arzt. Ich bin ein Engel. A Savior. Was heißt immer Savior? Ein Erlöser, oder? A Salvation means insanity. Eine Erlösung meint, oder eine Erlösung meint, Verrücktheit. Retter, ein Retter. Das ist der Centipede! Alessa, es ist Zeit, dass du deine, was heißt eine Insanity, dein Geisteszustand oder so, ne? Embraced and leave your worries behind. Was heißt nochmal, Insanity ist ja der Geisteszustand, oder? Dass du deinen Geisteszustand embraced und quasi deine Sorgen zurücklässt. Retter, Erlöser heißt es, okay. I guess I have to defeat the. Ich glaube, ich muss ihn besiegen. Ich kann quasi die Spritze benutzen, um ihn zu attackieren. Geh nah an den Boss und drücke die Aktion, um das zu. Oh Gott, das ist ein richtiger Bossfight, okay. Kann ich speichern. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh Gott, Hilfe. Ah, shit! Ich bin in tausend Teile. Oh mein Gott. Not that easy. Mein erster Bosskampf. Warum hat die so einen Riesenarsch? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Aber das hat sich der Entwickler auf jeden Fall Spaß draus gemacht. Das ist auf jeden Fall klar. So, let's go. Jetzt mach den fertig, den Sack. Speichern hier nochmal. Let's go. So, laber mich nicht zu, Alter. Ich mach dich fertig. Ah, okay, nice. Danke. So, ich mach den fertig, den Human Centipede. Ah, der greift ja gar nicht an, oder? Ich hoffe, das ist. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Ich glaube, das Sägeblatt wird das größte Problem sein, Leute. Das wird mein biggest enemy. Ja, seht ihr? So, immer schön die Spritze reinrammen hier. Die. Oh, my God. Yes, we did it. Das war ja easy. Dr. Salometti wurde besiegt. Sehr schön, da liegt was. Ein Formal Suit. Oh, you can alternate between outfits. Just choose the outfit if you want. My suit now. Also ich kann jetzt endlich mein Outfit ändern. Okay, was habe ich jetzt an? Oh, wieder mein... Oh mein Gott, also wer das Game ab jetzt noch ernst nimmt, den kann ich auch nicht mehr helfen. Oh, geil, ich lieb's. Okay, so, Girl, reiß dich zusammen. Was habe ich denn überhaupt alles jetzt? Das ist genau mein Humor, es ist einfach so dumm. Items. Okay. Da war ich jetzt überall schon. Ah, Exit. Kann ich jetzt raus? Wir müssen Greta finden. Okay, was soll denn das da oben?
Boah, es ist dunkel, wenn ich das Licht nicht anhab. Oh, da ist ein Buch. So many faces looking at the same problem. Only those who look at the different solution will show you the way. Also so viele Gesichter schauen immer auf dasselbe Problem. Nur die, die auf eine andere Lösung schauen, zeigen dir den Weg. Okay. Oh nein. Shit. Ah! Ach, das meinten die. Oh Gott, bitte jetzt keine Rätsel, ne? Oh shit. Oh Gott, Hilfe! Jetzt bin ich in den Arsch gebissen. Oh nein. Das hat bestimmt geschmeckt. La la la. Hat geschmeckt. Ja, ja, wir finden Greta schon. Das war auch der eklige Centipede, von dem gesprochen worden ist. So. Ich speichere mal. Ich glaube, der wird mir noch öfter in den Arsch speisen. Bestimmt gut geschmeckt. So eine richtig schöne, weiche Schwarte. Mh, wenn die in die Pfanne haut. Macht so psch. Gar nicht so leicht. Ich höre den so eklig slimen. Oh Gott. Oh Gott, ist der ekelhaft. Oh, ist der ekelhaft. Okay. Mein Arsch gesnackt. Ich speichere mal. Doggo, was steht hier? Sind noch immer Hinweise. Some people went changed. These people are special. They are chosen ones. I heard they are gathered somewhere planning to save reality. Me, on the other hand, I was turned into the pale of books. Oh, ich fühle mich angesprochen. A hole. Ja, natürlich springe ich da rein. Das mache ich auch immer. Oh, ich mach's wirklich. Ich habe überlebt. Eine Höhle. Ich muss hier raus. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, das wäre so ein dumb wasted day. Oh, hier lebt jemand. Da ist eine Küche. Oh. Hey, Huggy Wuggy. Ja, eine PC. Aber wir haben den Code noch nicht. Schade. Error. Mr. Bob. Ist das vielleicht hier Mr. Bob? Ein Bild von Mr. Bob. Oh, ein Ofen. Cave Adomination. You would like to play a game? Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Oh nein. Wenn du gewinnst, zeige ich dir was Tolles. Möchten wir es tun? Ja. Okay, lass uns spielen. Wunderbar. Ich werde dir etwas malen und du musst raten, was es ist. Los geht's. Warning. Word recognition is case sensitive. Okay. Die erste Zeichnung. Ist auf jeden Fall eine Ente. Duck! Was ist es? Eine Duck. Hä? Wie komme ich denn hier zurück? Ich. Ach so, Delete. Wunderbar! Zweite Zeichnung. Okay. Was ist das? Komisch, dass da immer Buchstaben drinstehen. Ein C. Oder? Oh, ja, C kann es ja nur sein. Wunderbar! Die dritte Zeichnung. Sonne. Das ist süß, dass der hier malt. Kinda cute. It's the sun, bitch. Sun. Wunderbar. Was soll das sein? Eine Katze, oder? Oder... Ist ja wie wenn Kalle malt. Wie bei Gartic Form damals. Oh, Moment. It's a cat, ja? Wunderbar. Letzte Film. Oh, es ist Bob. Mag ich überhaupt nicht. Was ist das?
It's Bob. Eigentlich müsste ich S reinschreiben. Wunderbar, danke fürs Spielen. Übrigens, was denkst du über meine Zeichnung? Oh, ich speichere mal. Also, it sucks. Move aside. Geh aus dem Weg, Picasso. Es wird eine neue Königin in der Stadt geben. Scheiße. Es bringt mich zu weinen. Du bist ekelhaft. Ich müsste kotzen. Ich möchte deine Freundin sein. I've fallen in love with you. Ich habe mich nicht verliebt in deine Kunst. Ich möchte deine Freundin sein. Oh, wirklich? Das kann ich nicht glauben. Ich habe meine Muse gefunden. Oh mein Gott, das ist so furchtbar. Alessan, das Cave-Monster, das Höhlenmonster, haben eine Beziehung angefangen. Das Höhlenmonster war inspiriert, eine neue Muse gefunden zu haben und hat ganz tolle Zeichnungen geschaffen. Damit wurde er berühmt. Adventure Alessan, the Cave-Monster, also, und sie haben sogar geheiratet. Es war die schlimmste Hochzeit überhaupt. Der Kuchen roch nach Arsch. Ende 2 von 12. Nein, lass dich in Ruhe. Der Kuchen roch nach Arsch. Oh, ich liebe das Spiel so. Mein Humor, einfach dieser Pipi-Kaka-Humor. Okay. Pretend, ich müsste kotzen. Wie kannst du es nur wagen? Du bist eine schreckliche Person. Du verdienst es nicht zu leben. Oh. Beleidigt niemals Zeichnungen von euren Kindern oder von euren Geschwistern. Jetzt sag's, genau, was soll ich sagen? Es hat mich bewegt, sage ich jetzt einfach. Oh, danke dir. Ich muss jetzt gehen. Übrigens, check out the message. Tu mal die Message hinter mir auswählen. Okay. So. Okay, eine Zeichnung. Let's go. 9009. Ah, okay. Ich will auch mal einen Kuchen, der nach Arsch riecht. Zu meiner Hochzeit. Der Kuchen roch nach Arsch. Ist das scheiße einfach nur. On that day. An diesem Tag hat sich alles verändert. The change is not... Aber die Veränderungen hatten keinen Sinn gemacht. Then again, why do we expect... Oh, Entschuldigung. Kuchen roch nach Arsch. Okay, ciao. Ich gehe mal den anderen Weg. Einfach auf Mr. Dick. Oh Gott. Stell dir vor, du bestellst beim Bäcker einen Kuchen, der nach Arsch riecht. Oh ja, ich geh erst mich hier allein. Oh, shit. Wie wär's nochmal mit Speichern? Hi, hallo. Mademoiselle. Oh, ein sprechender Baum. Mein Name ist Ferdinand. Schön, dich zu sehen. Weißt du, wie man hier rauskommt? Aus dieser Höhle? Eine Höhle? Was meinst du? Das ist doch ein wunderschöner Wald. Nein, es ist nicht. Das ist eine Höhle. Are you an expert on Cave? Bist du ein Experte von Höhlen? Nicht wirklich. Wie kannst du dann sagen, dass das hier eine Höhle ist? Me on the other hand, ich glaube, es ist ein Wald. I can assure you that... Ich kann dir auf jeden Fall sichern, dass das hier ein Wald ist. Vertrau mir, ich bin ein Experte. Ich habe eine Menge über Wälder gelesen im Internet. Oh mein Gott. Also glaubst du wirklich, dass das, was du im Internet liest, stimmt? Also etwas, was im Internet zu lesen, bedeutet nämlich... Mach dich keinen Experten in einem Thema. Bist du ein Experte vom Internet? Nicht wirklich. Also, wie... wie kannst du dann behaupten, dass es nichts bedeutet? My word matters. Mein Wort hat ein Gewicht, deins nicht. Okay, sag mir etwas, wie ich aus diesem Wald herauskomme. Diesem Wald? Wie kommst du darauf, dass es ein Wald ist?
Bist du ein Wald, ein Experte von Wäldern? Ich glaube, ich verschwende nur meine Zeit. Ich muss selber den Wald. Okay, Forest, Forest, Forest. Okay, ist wirklich ein Idiot. Oh mein Gott. Erstmal speichern. Ich weiß nicht, ob es safe ist, mit irgendwen hier zu reden. Etwas ist passiert in Ferdinands Raum. Oh, er wurde getötet. Ferdinand ist tot. Ich habe Ferdinands Schlüssel. Oh, also gibt es da noch ein Item. Was ist das? Ein Yggdrasil-Balm. Ein Yggdrasil-Balm. Yggdrasil. Das war doch Rin. Das war so ein krasser Anime. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt zu Mr. Worm. Warum ist denn hier noch ein Ausrufezeichen? Okay, komisch. Boah, ist der lang. Der ist wirklich sehr lang. Genau, Yggdrasil ist der Wettenbaum der nordischen Mythologie. Weil in Rin gab es ja auch immer ein Yggdrasil. Sag mal, wie viel von dem gibt es denn hier? Kind of disgusting. Pfui Deifel. Handwurm. Okay, wir speichern wieder, Leute. Save the day. Okay, mit Ferdinands Schlüssel geöffnet. Wunderbar. Tee Party, Tee Party. Oh nein, eine Tee Party. Möchtest du bleiben und bei der Tee Party für immer? Ja. Oh mein Gott, ich bin auch irre geworden. Alessa blieb bei der Teeparty für immer. Sie und die gruseligen Schatten tanzten 24/7. Eventually Alessa Triangle Feet got infected and they got filled with worms and fly. Ich habe so viel getanzt, dass quasi mein Fuß infiziert war und er war gefüllt mit Würmern und Fliegeneiern. Möchtest du Tee? Ist das ekelhaft. 3 von 12. Nein. Okay. Dann haben wir das auch gesehen. Ekelhaft. Keine Teeparty, lass mich in Ruhe. Girls, ist zwar nett, aber... Oh Gott, was ist denn das, bitte? Bitte, Tante Susi. Sassy? Susi, bleib stehen. Cave Waifu. Ach, das ist die Cave Waifu. Oh, ich bin stark. Meine Waifu. Ich bin schön. Ich bin kawaii. Oh mein Gott. Die Cave Waifu. Sieht ja aus wie ich. Ich muss sagen, die hat schon Ähnlichkeiten nach mir. Also nach so einem Gymbesuch. Aber ich bin keine Cave Waifu. Susis. Sassis. Die Alpha. Auf Steros. Das hab nicht ich gesagt. The Forever Girl. Who has the trouble with Zagaratis name? Ach witzig, das sind die ganzen Leute hier. The dude who protects pumpkins. The undead Avian. Oh no. Der untote Avian. The other who fears mannequins. Der hat Angst vor Puppen. Und das ist Cell. Ist es Link? A Samurai with fluffy ears. Puff the Gamer Fairy. The brave soul who have played my games. Oh, oh, da muss, da gehöre ich dazu. Reserve for Gnu. Oh mein Gott, da fühle ich mich ganz schön angesprochen. Oh nein. Ah, das ist wieder die. Das, die kennen wir doch, die nette Tante. Hi, Alessa. Na, gefallen dir meine Statuen? Oh, Tante Susi. Was machst du denn hier? Ich mache Statuen natürlich. Das ist alles, worum es mir geht. Die sind wunderbar. Please turn me into a statue. Have a nice day. Was für ein großer Cake. Wow. Ich sag mal, dass sie großartig sind. Oh, deine Statuen sind toll. Oh, danke, Alessa. Du bist so nett. Die ist echt nett. Okay.
Ich speichere mal und gehe mal all in. Was für ein großer Kuchen. Kuchen? Was meinst du? Dein Arsch ist groß. Ich dachte, mein Arsch wäre der größte, aber im Vergleich zu deinen. Alessa, bitte, denk an deine Manieren. Das A-Wort ist sehr offensiv. Das sehe ich nicht so. Ich bin stolz auf meinen Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, dieses Spiel macht mich so fertig. Oh Gott, ey. Okay, wir speichern, das war lustig. So, jetzt muss ich jetzt hin, geradeaus oder hier durch? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey. Ja, das gefällt der Community wieder. Dieser Raum riecht nach Arsch. Gott, ich habe, ich bin Zeuge, wie so viele Zivilisationen zusammengefallen sind, immer noch. I'm always allowed to continue working my art. Ah, okay, das ist ihr Zimmer. Also ihr Zimmer riecht nach Arsch. Oh mein Gott, ey. Sieht mir nach Falle aus. Two philosophers fronted each other. Also zwei Philosopher tun sich gegenseitig fronten. The Avians allowed to the Avians followed the Eastern Light. Two sisters ran away scared. Dann bewegt sich das hier wahrscheinlich, ne? Kann ich da irgendwas machen? Ah, okay. Wie muss ich die denn drehen? Nicht alle weggucken? So, hier steht's doch. Die haben sich confronted. Ah, die Eastern. Okay. Also die müssen sich anschauen. Der muss hier lang schauen. Und die müssen wegschauen. Klack, 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 klack. Oder? Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Okay. Der Creator liebt wirklich Asses. Okay, was zur Hölle? Baragon sagt gar nichts zu mir. Muss ich vielleicht ein bisschen mein Ash twerken? Ich habe Angst. Ich glaube, das merkt man, oder? Oh Gott. 2 plus 2 ist 4. Korrekt. Oh Gott, das müssen wir auch noch rechnen. Okay. 100 mal 0 ist 0. Korrekt. Oh Gott, stell mal vor, unsere Mathelehrer und Lehrerin hätten das so mit uns gemacht. Triophobia ist the fear of... Triophobia ist die Angst von... Bowls. Oder? Ja, Löchern. Echt? Es gibt... Löcher sind doch wunderbar. Okay, was will der jetzt? Who has the biggest ass in the world? Wer hat den größten Arsch der Welt? Gnu, oder? Alessa. Warte mal, shit. Das weiß ich jetzt halt nicht, ne? Wahrscheinlich Alessa, ne? Aber eigentlich habe ich doch gesagt,
dass es die Schwester, die Tante ist, ne? Aber ich weiß nicht, wie die heißt. Oh Gott, korrekt. Ich muss mal speichern hier, das ist mir zu dangerous. Mit dummen Fragen. Lustig, ich habe den größten Arsch. Ah, ich kann dieses Floß benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Na, wunderbar. Mit meinem unsichtbaren Hund. Oh nein. Könnt ihr mich bitte mal... Du bist geboren. You are assigned a name. Ich bekomme meinen Namen. You are forced to live with your family. You didn't choose. Du bist... Ah, okay. Das erzählt mir meine Geschichte. Du bist... Wurdest in eine Welt gezwungen und konntest dir nicht mal deine Eltern aus oder deine Familie aussuchen. Du bist, wurdest gezwungen zu studieren. Du wurdest gezwungen zu lernen. Du bist aufgewachsen. Du hast quasi die Rolle einer Sozialarbeiterin erfüllt, die dich voll glücklich gemacht hat. Die erwartet, dass du die Aufgabe erledigst oder halt eben scheiterst. Du hast einen Job bekommen, du folgst den Regeln. Du brichst ab, dann lachst du. Und dann brichst du wieder ab. Then you perish. Was heißt nochmal perish? Oh, shall perish. Verflucht, oder? Dann bist du verflucht. Was heißt nochmal perish? Wo sind die Übersetzungsknullis? Sterben. Ah, und dann sterbe ich. All shall perish. Ah, verstehe. Dann beginnt der Kreis und wieder. Ist es das wert? Aber das ist doch so ein dunkler Schatten, der in mir drin ist. Das ist der gleiche Schatten, der mich im Wald verfolgt hat. Erinnert ihr euch noch? Hattest du einen Traum? Or do you prefer not to achieve it? Ich speichere mal, dann können wir gucken, ob ich es achieven will. Dann rein hier in die Dunkelheit. Oh, you alternate between these outfits. Was habe ich jetzt für ein Outfit? Ah, komme ich da runter? Was ist denn das? Ah, jetzt bin ich eine von denen, ne? Ninja bin ich jetzt. Gott, Hilfe! Das ist ja wie bei Froggy Frog. Oh, ich hasse es. Speichern. Okay, let's go. Ein Shinobi-Outfit. Süß. Okay. Holy Rassery. So, was gibt's hier wieder? The owner of these dolls is a pretty scary woman. Ah, guck mal, die Besitzerin dieser Puppen ist eine sehr gruselige Frau. Aber sind das nicht meine? Oh. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh, das wollte ich aber gar nicht. Kann ich wieder zurück? Hä, was soll denn das? Oh nein. Komme ich nicht mehr zurück? Oh, wie nervig. Shit. Oh nein. Oh no. Wahrscheinlich sollte das so sein. Wahrscheinlich ist das Floß jetzt auch weg, oder? Aber ich glaube, ich musste eh nur hin, um diese Ding zu holen. Dieses Floß. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg. Ich glaube, ich brauchte das doch für die eine verfluchte Tür. Das wird es schon gewesen sein. Der Entwickler hat sich sicherlich was dabei gedacht. Bitte. Hoffentlich. So, wir hatten noch hier irgendwo diese verschlossene Tür nochmal. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob wir nicht der Psycho sind. Beziehungsweise... Das hört sich immer so an, der Psycho. Also nichts gegen Leute, die irgendwie jetzt Probleme haben. Nur wir sind ja gerade in einer sehr kranken Welt und sie shakt auch die ganze Zeit ihren Booty. Sagen wir mal so. Ich glaube, dass ich mir das vielleicht sogar alles einfach einbilde. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die Wahrheit ist.
Okay. Ich speichere mal. Oh oh. Wie so ein Silent Hill Flair hier, die Musik. Das gefällt mir. A lion crawled from a bleeding hellish hole and then turned into a giant bear. Oh oh. Ein Löwe ist aus einem Loch, blutenden Höllenloch emporgekommen und dann hat er sich in einen großen Bär. Oh, das war der Typ, den wir da gesehen haben mit dem Bart. Oh. Oh shit. Kann ich speichern. Was soll ich tun? Ah! Okay, das ist er also. Das war doch nicht der, den ich meinte. Is your ass hair? Ist dein Arsch auch behaart? Jetzt reicht's aber langsam mit dem Arschwitzen. Was mache ich denn jetzt? Ah, oh shit. Und jetzt? Oh, oh shit. Okay. Was soll ich tun? Was muss ich tun? Ah! Ich bin tot, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Der hat mich einfach geniet. Leute. Der hat mich geniet. Das hat weh getan. Ist wirklich so eine Silent Hill Musik hier. Okay, wir speichern hier nochmal. Ich habe noch keine Ahnung, was ich tun muss. Okay, ich weiche einfach aus. Barbass. Oh, wie gemein! Oh mein Gott! Okay, all good. Das war nix. Die Kugeln fallen. Ja, die Kugel fangen. Habt ihr gesehen, wie gut es läuft. Leute, das lief doch sehr gut. Ich kann nichts machen. Ah doch, ich kann mal. Oh. Oh yeah, du Sack. Okay, jetzt kommen da wieder diese dummen Steine. Ne? Ich weiß halt nicht, von welcher fällt denn als erstes. Gott, Hilfe. Das kann ich halt nie sagen, ne? Okay, also immer der vordere, so leicht wird es doch nicht sein, oder? Oh Gott, ich hab Angst. Oh, ich hab Angst. Okay, let's go. Ich selber auch nicht schnallt, dass es nicht mehr funktioniert. Wo kommt dieser Laserstrahl her? Ich weiß nicht, wo der Stein fällt, weil vorne ist er auch woanders gefallen. Okay, immer vorne, das ist aber nett. Okay, all good. All good. So, mach ruhig. Das ist wirklich ein krankes Game. So, noch einer und dann haben wir ihn. Boah, ist richtig dunkel, wenn ich Licht ausmache. Okay. Der Entwickler ist sehr nett. Er hat nicht irgendwie einen anderen Stein fallen lassen. I appreciate this. Okay, weg mit dir. Was auch immer das jetzt sollte. Goodbye. Bye, my lover. Oh, hello, waifu. Baba. Oh, war das... Oh mein Gott. Ich bin maximal verstört. Ich bin Waifu, Shitty, Mikawai. Ich hinterfrag das gar nicht mehr. Ich spiele das Spiel jetzt einfach. Oh mein Gott. Oh, das sind wieder diese Dinger, die was anbeten. Two words merged. A word of hate, greed and uncertainty.
hours in the world of horror, insanity, nightmare stairs. Okay, kann nämlich anhimmeln. Would you like to be worshipped forever? Ja, ich möchte bitte für immer angehimmelt werden. Moment. Ich refuse kurz, ich will speichern, dann möchte ich für immer angehimmelt werden. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte. Oh ja. Ja. Ja, liebet mich! Sehr schön. Es wird mich ein bisschen stressen. Und so wurde Alessa immer und für immer und ewig angehimmelt. Sie hat vergessen, dass es Kreta gibt. Und she embraced an eternity of, of maximum vanity. Her worship brought her everything as she wanted and they complimented her. Also sie haben mich quasi 24/7 Komplimente gemacht. Some of them went eine von ihnen wurden bankrott, but they still continued worshiping Alessa. Okay, manche gingen pleite und haben mich trotzdem weiter angehimmelt. Soon Alessa wasn't even able to go to the bathroom alone as her worshiper followed her everywhere. Also die mussten überall, diese kamen sogar mit auf die Toilette. She was worshipped even when she was taking a dump, selbst wenn ich geschissen habe. What's more, her turds become valuable collectibles and her worshippers thought themselves to death for the collectible turds. Oh mein Gott. Meine Scheiße war so... Muss ich das übersetzen? Meine Kacke war sogar was, was die gesammelt haben und die haben sich sogar gegenseitig umgebracht, nur um meine Kacke zu bekommen. But Alessa didn't even care. She only cared about compliments. About being spoiled. About being worshipped. As the goddess of cake. Also ich wurde quasi, ich war die Göttin der Ärsche. Thank you, Alessa. Thank you for being Alessa. Der Hund ist davor. Macht er sich ein bisschen über diese Thematik Simpson so lustig? Hey, Ende 5 und 12, Mann. Nein, ich will nicht. Mein Gott, dieses Game macht mich fertig. So, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht für immer angehebelt werden. Das ist furchtbar. So. Musik ist geil. Oh. Oh nein. Oh shit. Das war richtig, ne? Okay. Die Musik, ey. Nice. Speichern. Es muss rewarded werden. Was ist das? Kann ich drücken. Okay. Attention, please refrain from running if you are dummy thick as the mannequins do not appreciate the sound of ass cheeks clapping. Also. Muss ich das übersetzen? Gucken, ob es das wirklich tut. Also es ist wirklich viel Arsch. Swimsuit. Nein! Nein, ich will keinen Swimsuit anziehen. Bitte nicht. Was macht er denn? Was ist denn hier los? Oh, das ist der Gott. Zieh den Swimsuit nicht an. Oh mein Gott, Hilfe. Was zur Hölle? Das bin noch ich. Warum hat das so viele Tomaten? Ich wette, der Autor hat einen Fetisch wegen Tomaten. So ein Creep. Ich weiß alles über ihn. Nur wenn ich seine Kunst anschaue. Es ist ein ekelhafter Fetisch. Ich mag keine Tomaten. But I still came to see this and complain. Ich bin nur hergekommen, um mich darüber zu beschweren. Ich mag die Zeichnung. But I guess everyone's entitled to... Aber ich glaube, jeder hat seine eigene Meinung. Although some opinions are barely
Ja, Gast-Hate. Also einige sind sehr hasserfüllt. Okay, ich werde jetzt mal speichern, dann spreche ich die mal an. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay, fühle ich. Oh mein Gott, da wird irgendjemand angehimmelt. Was ist denn das? Meine Community möchte den Swimsuit. Ich distanziere mich von dieser Bitte. Ich gehe ihr nur nach. Okay. Ich möchte diesen Swimsuit gerne wieder wechseln, weil ich nicht weiß, wie YouTube das sieht. Tut mir leid. Bekommt den schwarzen Anzug hier jetzt. Ihr habt die gesehen, es reicht. Oh nein. Hey. Girl. Ist ja gut. Oh mein Gott, Hilfe. Oh nein, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo lang. Na. Ah. Oh oh, Blut. Oh Gott, Hilfe. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh nein, ich hasse es. Das muss aufhören. Oh Gott. Das war knapp. Ja, ich muss speichern. Oh Gott. Hier ist three generals. The marionette marker, the cannibal ghost and finally his, her, the princess of heads and scissors. Okay, aber haben wir nicht schon zwei davon getötet? Workout-Outfit. Remember you. Wieso habe ich jetzt ein Workout-Outfit? Warum kriege ich denn so viele Outfits? Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich will mein altes Outfit. Das fühle ich einfach am meisten. Geht's nicht lang? Alessa, you must come with me. Alessa, du musst willkommen. Die Galaxie braucht dich. Okay. Hey, es ist so dumm. Alessa und der Alien had many intergalactic. Er hat ganz viele tolle Abenteuer. Aber eines Tages sind sie gegen einen krassen Asteroiden gekracht und gestorben. Ende 6 von 12. Aber der Song ist geil gewesen. Den in so einer Disco, ich glaube, den würden wir abnehmen. So. Nee, danke. Kein Bock. Alien. Aber da hinten steht was. Du hast mit dem Triangle. What if I die tomorrow? How will I be remembered? Okay, wenn ich sterbe, wie sollen sich Leute an mich erinnern? Kann ich nicht durch? Dachte ich schon, ja. Oh, ich bin jetzt eine zerschmolzene Leiche. Wunderbar. Da ist ein Hebel, da muss ich hin, aber ich weiß nicht wie. Ich habe das Gefühl, dass Greta die Böse ist. Ich weiß nicht. Gucken wir mal weiter. Hier ist vielleicht irgendwas, womit ich das ausmachen kann. Ah. Look at this. Jetzt kann ich es machen. Eat. Und ich glaube, dass sich das Buch, der Bücherregal auf der rechten Seite jetzt verschoben hat. Let me see. Oh, wer hätte denn das gedacht? Ich speichere mal.
You never know what comes next. Doch, ich brauche Likey. Okay. Oh nein, was soll das jetzt bitte? Oh Gott, was ist dieses Ding? Es ist ja ekelhaft. Überlebe. Oh nein, was? Oh was? Oh nein! Das hat ja wunderbar geklappt. Nein, ich will nicht den Swimsuit anziehen. Es wird demonetarisiert. Ernsthaft. Ihr horny Nessen. So, let's go. Oh Gott, was ist das Ding? Überlebe. Oh shit. Oh shit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann das bitte mal weggehen? Ich will hier raus, ich will hier raus! Ich will nicht raus, was muss ich machen? Muss ich mir was anderes anziehen? Muss ich ins Loch? Wie komme ich denn hier raus, verdammt? Phantom-Outfit. Habe ich das jetzt alles für ein dummes Outfit gemacht? Oh, das ist doch nett. Das habe ich gern an. Da brauche ich wahrscheinlich wieder irgendeinen Hebel, oder? Was ist denn hier noch alles? Boah, ist das riesig. Zu riesig, um ehrlich zu sein. I don't know about you, but numbers look like things to me. One looks like a thing and lonely man. Zwei, eins sieht aus wie ein dünner, langer Mann. Zwei sieht aus wie ein Schwan. Drei sieht aus wie ein Bogen. Und vier sieht aus wie eine Ballerina. Fünf sieht aus wie ein Stuhl. Und sechs sieht aus wie ein Mann, der winkt. Sieben sieht aus wie ein Geist. Acht sieht aus wie eine Schlange. Neun sieht aus wie eine Schnecke. Okay, das habt ihr euch jetzt alles gemerkt, ne? You take a look inside the hole. There are human teeth inside. Da gehe ich doch gleich nochmal hin. Okay, dann gehen wir mal. Keine Ahnung, es war irgendein Rätsel. Nein, kein Swimsuit. Stop it! Notice you can't save in this room. Oh oh. Oh nein, es ist wieder so eine Schiebekacke. Oh nein, es ist eine Schiebekacke. Ich hasse das. Oh nein. Ich glaube, ich habe jetzt schon verloren. Es ist eine Schiebekacke. Oh Gott, ich bin so unlogisch in sowas, Leute. Wie soll denn das gehen? Kann ich das auch wegschieben? Nee, ne? Das kann ich auch nicht schieben. Das heißt, ich kann theoretisch gar nichts schieben hier. Ich kann nur Dinge in die Richtung bewegen. Okay. Ah, so, ne? Dann kann ich den wegschieben und den runterschieben. Und muss ich den dann hochschieben? Nee, shit. Doch, oder? Ich glaube, ich habe verkackt. Oh Gott, Hilfe. Thank you.
Und jetzt? Welchen schiebe ich jetzt? Den hoch, oder? Und dann schiebe ich den doch da lang. Und den runter. Ist eigentlich egal, ne? Gott, ich bin sowas so unlogisch. Etwas hat sich geöffnet. Oh Gott, ich bin sowas so schrecklich schlecht, ne? Ah, nichts mehr schieben. Und speichern. Damit ich das nie wieder tun muss. So, was hat sich jetzt geöffnet? Ach, wahrscheinlich dieses Bookshelf. Yes, look at this. Gehen fast alle gut. Ich habe nur Angst. Erstmal das hier anschauen. Once upon a time, there was a thin and lonely man who lived to... Also, thin and lonely man war 1 und Snail war 9. Und die Ballerina war 4 und der Geist... 1, 9, 4. Was war der Geist nochmal? 5? 1, 9, 4. Was war nochmal der Geist? 7, sagt ihr. Yes, Leute. Wir sind solche Gangster, Mann. Look at this. Look at this. Oh. Hello? Das ist eine ganz normale Reaktion. Alex, wer bist du? Du siehst nicht aus wie ein Monster. Wenn du es so weit gemacht gebracht hast, dann denke ich, dass du bereits mit dem Monster aus der Vergangenheit zu tun hast. Das stimmt, mein Name ist Alessa. Ich muss mit dem Monster... I had to deal with a very twisted demon. Ah, ich muss mit einem sehr twisted, verdrehten Dämon aus oder einen komplizierten Dämon klarkommen aus meiner Familie. Was ist mit dir? Mein Name ist Alex. Last year I got involved in something called the Sakabashira Game. Mein Name ist Alex. Ich bin letztes Jahr in etwas involviert worden. Das nennt sich Sakabashira Game. War das nicht der Gott? I had to battle demons and horror along with other 5 people. In the end, I was the only survivor. Ach, das ist auch ein Game, wie lustig. Just when I was getting my life together, something happened. The world changed with no explanation at all. Gerade in dem Moment, wo ich auf mein Leben endlich wieder klarkomme, hat sich alles geändert. Die Welt hat sich ohne Erklärung geändert. Ja, das ist wirklich... It seems those who have dealt with paranormal entities or events in the past were not affected by the reality warped time. We need to do something. Also, I'm looking for my girlfriend. I need to find her. Okay, Alessa, calm down. First, we need to have the answer. Apparently, others like us are gathering in a building in the east of here. We need to find them. Yes, they could have some answers. We should travel together. What do you say? That's a good idea. You're related. Oh nein. Du bist mit Mr. Bob verwandt. Oder solchen. Also er will quasi mit mir noch andere Leute retten. Ich kann es entscheiden, ob ich ihn mitnehme. Du bist quasi mit Mr. Bob. Du bist mit ihm verwandt oder. Was soll ich machen? Mitnehmen? Oder nicht? Ich glaube, das ist wichtig, wie wir uns entscheiden. Okay, gute Idee. Okay, dann lass uns gehen. Lead the way. Alex joins the party. Okay, speichern. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erwarte jetzt aber einen geilen Plot-Twist in dem Spiel. Und ich muss sagen, es ist mir langsam ein bisschen zu viel Ass. Weißt du, was ich meine? Wenn so ein Witz langsam überreizt wird. Aber okay. Dieses Geräusch einfach nur. Ein Ballkostüm. Na gut, komm, das ziehen wir an. Oh yeah, oh mein Gott.
ist ja schon voll der Fetisch. Okay, ich hinterfrag's mal nicht. Ich gefall mir so. Dass der Typ auch nichts sagt. The buildings are crumbling. It's like the whole world is slowly cracking. Also es sieht aus, würde die ganze Welt in sich zusammenbrechen und cracken. Okay. Watch out for the evil eyes. We can only go past them when they are not looking. Ah, okay. Also kann er nicht sehen, oder? Aber wo muss ich denn hin? Ah, ich kann ja... Oh, shit. Ich speichere mal. Ich bin stolz auf mich. Aber die machen ja eigentlich auch gar nichts, oder? Was sind die eigentlich immer für komische Weirdos? Hier. Das ist der Geist von dem Typen vorhin. Thank this guy for making this area more difficult. Warum macht er das mehr schwieriger? Oh Gott, hilf, ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Ab wann sehen mich denn die Augen, ab wann nicht? Ich mag, dass die automatisch springen, das gefällt mir sehr. Hier ist wieder eine Info. Cousin of mine used to work in a warehouse. His name was Rob. One day he disappeared. A week later they found his corpse. His face had been removed and turned into a mask. Also er hatte mal einen Cousin, der hieß Rob. Der ist verschwunden und als man ihn wieder gefunden hat, war sein Gesicht in eine Maske verwandelt worden und aus seinem Gesicht gerissen. Yay! Die gehen ja eigentlich nie auf hier, oder? Okay, die Augen, man kann sich bewegen. Man darf nur nicht... Wenn die sich öffnen. Aber eigentlich sehen sie mich doch. Den Badeanzug? Nein, kein Badeanzug! Okay, ich glaube, das ist ein Spiel, das sollte ich definitiv speichern. Sieht so bescheuert aus. My cousin lived across Toy Factory. She eventually became a journalist. Okay. Wie, da ist was hochgeklettert. Ich muss sagen, mir gefallen eigentlich so die Designs von den Monstern hier sehr. Das hat mich einfach sehr an Franbow erinnert. Das fand ich eigentlich sehr nice. Oh, oh, der hat ein Schwert. Weil da gab es auch so creepy Monster einfach. Da kann ich rein. Warte mal, erstmal mit dem Typen hier reden, der hat ein Schwert. Was machen die denn alle hier? A young man with a katana. He's determined to elevate evil animatronics. Aha. Das ist eine Andeutung auf Five Nights at Freddy's. Oh Gott, Hilfe. Ein Schalter. Wieso? Ich vertraue dem Typen irgendwie nicht. Der ist... Oh, shit. Der sieht aus wie Mr. Bob, Leute. Das ist Mr. Bob. Der Typ ist Mr. Bob. Schaut euch doch mal die Gesichtsfeatures an. Auch die Augen und alles. Ich glaube, das war nicht gut, dass wir den mitgenommen haben. We are fucked. Muss ich doch hier hoch? Da glaube ich hier noch gar nicht. Du schon wieder. Wer bist du denn? Ich bin nur ein dummer Feind aus dem ersten Spiel. Der Programmierer hat vergessen, mich zu entfernen. Ich finde es geil, wie immer wieder er versucht, einen so rauszuholen aus dem Game. So aus diesen. Ich mag diese Mischung, die Kombi ist lustig. Dass er das Spiel nicht so auf die leichte, also immer das Spiel auf die leichte Schulter nimmt, weil es ist ja schon ein brutales Game. Aber durch diesen Humor kommt man immer wieder raus. Solange es nicht zu viel Arschwitze sind. Dann runter, oder? Dass der Typ sich aber auch nicht wundert, dass er mit einer Frau läuft, die einen Ballon als Ding hat. Ich glaube, da muss ich rein, kann es sein.
Diese heiligen Kerzen. Maybe the people we are looking... Vielleicht sind die Leute, nach denen wir suchen, hier. Wahrscheinlich. Lass uns doch hereingehen. Ich bin mir nicht so sicher, mein Freund. Oh Gott, ja, das sind sie ja alle. Ihr müsst die Leute sein, nach denen wir suchen. Und ihr müsst die Erwählten sein. We were affected by the reality rap. Wir wurden quasi von den Reality-Strudel, Realitätsstrudel, mit reingezogen. You weren't affected by the reality rap either. Also ihr wart nicht davon betroffen. Sorry, sie waren nicht davon betroffen. Übrigens, mein Name ist Marion. Hey, ich bin Sandy. Schön, dich zu sehen. Ich bin Mia. Or at least that's the name. Oh, das ist der Name, I've been using for a cent, den ich schon seit Jahrzehnten benutze. Wartet mal. Seid ihr Vampire? Ja, das ist richtig. Ich wurde verflucht und bin ein Vampir wie bei Astarion. Aber keine Angst. Ich tue guten Menschen nichts, nur den Bösen. Okay, wer hat diese Kerzen da draußen aufgestellt? Das war ich. Und warum machst du das? Die Realität hat sich geändert. Aber von einem sehr, sehr starken, von einer sehr, sehr starken Identität. Dieser Zagarakatal. Nein, das ist der älteste Sohn, Mr. Alfred. Oh Moment, jetzt erinnere ich mich. Das ist ja Margaritas Vater. Ich wette, er ist derjenige, der Kreta genommen hat. Ist er wirklich der, der die Power hat? Es scheint so. Mr. Alfred ist Most Powerful, ist quasi die stärkste Kreation von diesem Gott. He was so powerful and sadistic that dieser Gott decided to put him to sleep. Okay, also er war so stark, dass dieser Gott diese von ihm erschaffene Identität, Mr. Alfred, wieder schlafen gelegt hat. However, he has been awakened. Someone found a way to... Also jemand hat es geschafft, ihn wieder zu erwecken. Ja, das war seine Tochter Margarita. Ich sehe. Ja, ich kenne sie. While not as powerful. Sie war nicht so stark wie ihr Vater. Sie ist aber immer noch sehr gefährlich. Gibt es einen Weg, wie wir die Realität retten können? Um die Welt zu retten, um den Mr. Alfred zu besiegen. Es sollte einer sein. Du hast ja diesen Gott. You see, not only created... dieser Gott hat nicht nur negative Entitäten, quasi Entities. Das heißt, Entitäten übersetzt, Entities. Monster, Kreaturen geschaffen. Er hat auch sehr nette, freundliche Kreaturen geschaffen. Wie dieser Hase? Aleph? Und sie sieht aus wie ein Hase. She's also very powerful und sie ist auch sehr stark und könnte uns helfen. Wie auch immer, sie schläft auch. Und wie können wir sie aufwecken? Wir brauchen ein Ritual. We will need some... Ah, das habe ich ja, Yggdrasil-Balm, das haben wir ja. Warte mal, Yggdrasil-Balm habe ich. Was, wirklich? Ja, wir können das Ritual jetzt beginnen. Was heißt eine Entität? Entity, übersetzt. Jetzt kann ich speichern. Vielleicht geht es mir ein. Och ja! Look at this! Es hat geklappt, da ist sie. Das ist Aleph. Sie ist so süß. Aber sie hat keinen großen Po. Ich bin jetzt wieder wach, danke dir. Dein Bruder Mr. Alfred hat die Realität zerstört. Die Welt ist im Eimer. Kannst du uns helfen? Oh, mein älterer Bruder hat das getan. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist so albern langsam. I'm afraid I'm still too weak. Bin immer noch zu schwach, um mich in ihn anzulegen. Aleph, wir haben es mit den Dämonen paranormalen Stuff zu tun aus der Vergangenheit. Das quasi die Realität jetzt betrifft. We probably can reach Mr. Alfred, but wir brauchen deine Hilfe, um ihn zu erreichen. Wie können wir ihn finden? Gib mir eine Sekunde. So doof, das Spiel. Ja, ich habe ihn gefunden. Er hat ein eigenes Haus kreiert, ein Haus des Horrors. Ist meine Freundin Greta dort? Ja, ich befürchte schon, er hat sie mitgenommen. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu besiegen? Er kann nicht besiegt werden. Er kann ihn nur erwachen oder zum Schlafen legen. Hier ist das Amulett, the Bunny Amulet. If you manage to put wenn du dieses Amulett an seinen Nacken hinhängst, dann wird er schlafen. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Also, I can only send one person. Ich kann nur eine Person die Location schicken. Natürlich bin er wieder ich. Entität. Ding, physisch oder nicht physisch, das eindeutig existiert. Okay.
Ein paranormales Wesen, das ist gut. I was afraid that could be the case. Ich hatte schon, ich habe mir schon gedacht, dass es der Fall sein wird. Ich werde es tun. Bist du sicher? Ich bin komplett sicher. Ich muss gehen. Ich muss meine Freundin retten. Okay, ich wünschte, ich könnte helfen. Es ist okay. Ihr habt mir schon genug geholfen. Okay, wie willst du jetzt gehen? Ja, bitte bring mich dorthin. Viel Glück, Alessa. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber wir glauben an dich. Wir werden dich leiten. Wenn du ihn besiegt hast, sollten wir eine Party machen und feiern. Okay. Ich weiß, du kannst es tun. Es ist Zeit, Alessa. Dankeschön. Wir werden uns wiedersehen. Jetzt gehe ich als Ballon mit meinem Geist darunter hin. Ey, dieses Spiel ist einfach so brain AFK. Wie kommt man auf sowas? Ihr sagt immer, ich bin verrückt. Das muss der Ort sein. Das ist der Weg, der zu Mr. Alfreds Haus führt. Diese dämonischen paranormalen Wesen sind mit diesem Haus verbunden. Wie auch immer, dieser Bastard hat Greta. Er wird auf jeden Fall dafür bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob Greta die Böse ist, weil die Greta ist ja auch im Startbildschirm so komisch gezeigt worden. So. Na, das ist doch einladend. Wieder ein Outfit. Oh yes. Oh mein Gott. Soap, Mami. Soap, Soap. Na toll. Komm ich hier raus? Ich glaube, das ist... Oh mein Gott, ich glaube... Hey, Miss! Was, Gnome? Du hast 30 Sekunden, um das Ende des, oh Gott, des Flures zu erreichen. Wenn nicht, dann wirst du sterben. Damn, ihr kleinen Arschlöcher. Okay, scheiße. Oh fuck. Oh shit. Oh mein Gott. Oh nein, ich glaube, ich werde sterben. Oh nein. Ich werde sterben, ich nehme die Mitte. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott, safen. Oh Mommy. Tomato Customs. Ich habe ein Tomatenkostüm. Oh yeah. Was sind das für dumme Outfits? Oh. Okay, es gibt keinen Grund, um wegzugehen. Okay, ich verstehe das Problem. Oh Gott. Und ciao. Ich geh hoch. Oh shit, war das falsch? Oh mein Gott. Oh, es ist ärgerlich. Oh Gott, es ist furchtbar. Oh mein juicy Hintern. Der ist so richtig juicy. Wie viele Outfits der gemacht hat. Oh, warte mal. Dieses Haus, das ist das Haus meiner Eltern. Wie ist das möglich? Ich glaube echt, dass wir der Psycho sind am Ende, ne? Ich befürchte fast, dass wir am Ende der Psycho sind. Ach, guck mal, der hat die Mama geschlagen und das war ich. Oh. Das bin ich? Ist das eine Halluzination? Dad kam nach Hause und hat Mama immer wehgetan. Das ist okay. Ein paar Wochen später bin ich weggerannt zur Polizei. Ah, he has ran over by a police car and he died instantly. Ah, er wurde quasi von einem Polizeiauto überfahren. Aber guck mal, diese Szene erinnert mich doch an die Szene, wo der Arzt auf diesen Körper eingestochen hat. Kann es wirklich sein, dass ich vielleicht doch in einer Anstalt bin und einfach Psycho bin? Alan 2 spiele ich noch. Wir spielen jetzt erstmal Alan 1, dann nächste Woche durch Alan Wake 1. Oh mein Gott. What happened? What is happening here? Oh my gosh, help me. Alles zercrackt. Ich glaube, dass es doch irgendwie mein Leben ist, oder?
Greta! Ist etwas nicht richtig? Approache. Oh nein. Greta ist gone. Bist du eine faszinierende Kreatur? Sag ich zu ihr. Oh nein. Wieso kann ich nichts machen? Oh, ich bin Mr. Alfred. Hast du nach mir gesucht? Verdammt. Alles ist wegen dir kaputt. Und was hast du mit Greta gemacht? Gib sie mir zurück. I'm grateful. Ich bin froh, Alessa. Jede Entscheidung, die du machst, führte zu diesem Moment. In the end, it was you who allowed. Oh, am Ende hast du mir erlaubt, frei zu werden. Das ist, warum ich dir erlaube zu leben. Was meinst du? I will fill this. Ich werde dieses Universum mit Horror füllen. But first I need to get rid of the one who. Aber als erstes muss ich die Person loswerden, die mich kreiert hat. Diesen Gott. Do you know why he put. Weißt du, warum er mich für immer zum Schlaf gebracht hat? Weil du auch ein Sadist bist? Du glaubst wirklich. You really think he decide cares about sadism? Glaubst du, das lag wirklich an Sadismus? Er hat mich zum Schlafen gebracht, weil er Angst hat vor mir. I was bound to be more powerful than him. Mm-hmm. Ich bin quasi stärker als er. Jetzt werde ich ihn dafür zahlen lassen. Your lover is the key to reaching. Ah, okay. Meine Freundin ist der Key, um ihn in den ewigen Schlummer zu bringen. Den Gott. Nein, Greta, was wirst du mit ihr tun? I simply use her in a ritual so I can reach. Also er will sie quasi in ein Ritual mit einbinden, dann kann er diesen Gott finden und ihn zerstören. It was fun talk. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, aber ich glaube, ich muss gehen. Ich habe so viel zu tun. Nein, warte. Renn nicht weg, du Feigling. Ich renne nicht. Ich bin immer hier. Feel free to stick around. I'm sure your accessories will be happy to meet you. Okay. What the actually beep is going on here, beep? Was ist dieser Ort? Es macht keinen Sinn. Ich muss Greta finden, diesen Bastard stoppen. Ich erwarte einen krassen Plot-Twist. Ich glaube, also ich hoffe, wie gesagt, zumindest wirklich, dass am Ende rauskommt, dass wir eigentlich die Person sind, die sich das alles nur einbildet. Und dann wird es mich wieder catchen. Weil irgendwie mit dem Neffen und Cousin von dem und dem finde ich es langsam ein bisschen viel, aber das fände ich jetzt cool, wenn das dann tatsächlich am Ende irgendwie so ein Plot-Twist gibt, wo man sagt, ach krass, jetzt ergibt alles einen Sinn. Das muss Alfreds Haus sein, ich sollte vorsichtig sein, deswegen laufe ich jetzt nur auf dem Blut. Oh Gott, Hilfe, fängt ja schon mal toll an. Ein menschliches Bein. Okay. Ich gehe jetzt nach oben. Oh. Toll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe jetzt einfach nach oben. Also ich bin voll der Fan von krassen Plot-Twists. Oder von sowas wie Silent Hill, wo es so offen ist, das Ende einfach, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Oh. Da geht's nicht weiter. Deswegen mochte ich Silent Hill auch so, weil das konnte man sich irgendwie alles nicht erklären. Boah, die sind ja alle verschlossen, die Türen. Also links war kein Arm, da sehe ich eher ein anderes Körperteil. Was? War kein Arm? Was hast du da gesehen? Das sind auf jeden Fall Arme. Das ist not a Schnippi. Es ist versperrt. Der Knauf ist silber. Auch versperrt. Gold. Silber, Gold. Gold. Komme ich hier vorbei? Nee. Human Burgers. Und Oven. Der lässt mich wahrscheinlich nicht vorbei. Meat, bring me meat. Oh, okay, haben wir doch. Wieso kann ich nicht die Körperteile, die da liegen, nehmen? Verstehe ich nicht. Hier kann ich ihnen das nicht bringen. Human Arm.
Warum kann ich ihm das nicht bringen? Boah, es ist riesig hier. Oh, wahrscheinlich hier, oder? Can you count of them? Was? Their gazes will lead the way. Can you count them? Der Gazes ist doch der... Warte, ich weiß es nicht. Ich mal kurz hier gucken. Ach so. Muss ich quasi die Anzahl der Leute nehmen, oder? Erstmal speichern hier. 1, 2, 3. Kann ich das nicht einfach durchprobieren? Dann wird es wahrscheinlich die 3 sein. Ja, da schau her. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob das hier gerade überhaupt korrekt ist, was ich tue. Oh Gott. Oh nein. Da gehe ich nicht rein. So eine Lady, lass die mal schlafen. Ich glaube, ich muss. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich muss halt irgendwo ein Körperteil herfinden. Gib mir ihr Körperteil. Ich glaube, einfach dem Blut hinterher. Das sind ja so viele Türen. Da kommt was. Schneller als ich. Oh shit, das war dumm. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Ah. So. Tomate. Wir lieben Tomaten. War ich nicht hier schon am Anfang? Ist es nicht die Psychoanstalt, in der ich war? Mir kommt das hier doch irgendwie bekannt vor, oder nicht? Oh, shit. Oh mein Gott, nein. Oh nein, ich hasse sowas. Oh Gott, ich laufe einfach nur der Fußspur hinterher. Nur der Blutspur hinterherlaufen. Alles gut. Die will mich umarmen. Das erinnert mich irgendwie an die andere. Oh Gott, ich glaube, ich bin richtig. Yes, look at this. Ein Bronze-Key und eine ein Hebel. Bum, bum. Speichern. Ja, da waren wir schon. Dann gehen wir hier mal weiter. Brauch halt noch immer noch ein Körperteil, ne? Oh, da hat es noch ganz viele. Gott, Hilfe, was sind das? Muss da irgendwie hin. Es muss irgendwie ein Rätsel geben. Aber das habe ich noch nicht. Damit! Vielleicht ja hier. Hier geht's auch nicht rein. Oh, das war sehr praktisch. Raw Meat, wir haben's. Danke an Mr. Lösungsbuch. Raw Meat. Eiskaltes Händchen. Ja, eiskaltes Händchen. Ey, früher waren die Filme noch so geil, finde ich. Warte mal, ist jetzt auch das hier weg? Nee, oder? Das ist was anderes hier. Nee. Aber da hat's auch wieder ein Rätsel hier. Diese Hände, aber die kriege ich nicht weg. Muss ich nachher nochmal hin. So, wir haben jetzt rohes Fleisch. Das heißt, ich muss eigentlich wieder komplett zurückgehen. Speicher mal. Time to save. Das ist ekelhaft. Ah, scheiße. Okay, Entschuldigung. Alles gut. Oh nein, oh Gott, nein. Gott, Hilfe. Was habe ich jetzt getan? Das
Give it a scroozy. I'm coming for that booty. Oh, the Rosary. Look at this. Und da hat es wieder ein Rätsel. Hier. Speichern. Kann ich da machen? Nix. Ach, das war das Rätsel. So, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Hoch. Fleisch. I have some meat for you, my friend. Der Bronze Key, Leute. Oh je, was ist denn das jetzt hier? Keine Ahnung. Falsche Nummer. Was habe ich denn noch alles mitgenommen von unten? Items. Bronze Key. Ah, dieses Holy Dings, ne? Da muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal das Holy Dings öffnen. Holy Grail. Wusstest du, dass die meisten Menschen eine Konzentrationsspanne von E-Minuten. Oh mein Gott, Hilfe. Wie viele Minuten haben? Wie viele Minuten haben? Ich hole erstmal das hier. May the bear protect the music box. Book of Dolls. A bloody stuffed bear. There's a number written. 1747. 1747, meine Freunde. 1747, 1747, 1747. 30 Minuten. Ich habe das teilweise schon. Ich habe mir bei Präsentationen immer gedacht, wenn ich irgendwie Leute vor mir hatte, denen ich was präsentieren musste, habe ich mir immer gedacht, ach, die hören ja eh nicht zu. Am Anfang dann ja und dann irgendwann hören sie nicht mehr zu. Oh, Silver Key. Und dann habe ich einfach immer gut präsentieren können, weil ich wusste, eigentlich hört mir eh niemand zu, außer die Lehrerin oder Lehrerin und die meistens auch nicht. Hier noch irgendwas? Oh, nochmal. Der sieht irgendwie süß aus, aber irgendwie vertraue ich ihm nicht. The book, bring me the three books. Ah, okay, da habe ich aber schon eins. Okay, das merken wir uns. Let's go. Oben waren doch noch mehr von diesen Schlüsseln. Silver Key. Oh, das sieht aus wie ich und ich habe ein Loch im Kopf. Book of Sadness. Ah! Boah, die dumme Säue. Eigentlich hätte ich die Boxen schieben müssen. Oh Gott, wie viel Luck kann man haben? Oh Gott, wie viel Luck kann man haben, bitte? Oh mein Gott. Save the girl. Ah, die Schweine haben mich nicht bekommen. I see you. Oh nein, was ist das? Oh shit. Ich lauf einfach mal. Das war ganz schnell. Oh Gott, Hilfe, ich werde verfolgt. Oh shit. Oh, was mache ich jetzt? Ah, das sind meine Steps, oder? Keine Ahnung. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe hier irgendwie was frei. Ah, ich kann es hier lang, ne? Holy Rosary. I don't like it. Oh Gott, ich darf speichern, danke. Book of Tomatoes. Wunderbar. Jetzt haben wir alle drei Bücher, oder? Oder war das vorhin kein Buch, was ich eingesammelt habe? Ey, diese Gänge würden mich so irre machen, einfach nur. Ja, was haben wir gerade geredet? Über Präsentationen. Presentations, my friends. So, dann gehen wir hier runter. Was ist für Sport? Ah, ich habe auch keinen goldenen Key noch. Okay. Bronze Key. Ja, aber den habe ich doch.
Wen wollte ich dir denn geben? Ah, genau, dem. Yay, I got the golden key. Nice. Let's go, Yeet. Goldene Schlüssel oben. Mr. Bob, would you like to wake up? Nein. Ich speichere mal. Was ist denn das hier für... Wieso sollte ich den aufwecken? Schläft. The mannequin seems to be asleep. Okay, komm, dann wecken wir den jetzt mal. Oh, Mr. Bob ist wach. Das sollte ich eigentlich nicht tun, oder? Oh, was für ein Traum. Ich war mit Alessa und wir haben nach Greta gesucht. Oh, oh. Oh, schau mal, das ist mein kleines Spielzeughaus. Das sollte ein Geschenk an Alessa sein. Ein Haus für Alessa. Zu schade. Sie ist wahrscheinlich schon tot. Es ist jetzt 99 Jahre her. Oh, oh. Böse zu sein so lang ist irgendwie lang. So böse sein zu sein ist sehr langweilig. Vielleicht sollte ich ein guter Typ werden. Ja, das sollte ich tun. Ich sollte der Menschheit helfen. I start by licking posts on social networks. Was? It will start by licking posts on social... Licking, die meint liking. Liking. That will surely help you. Das wird bestimmt der Menschheit helfen. Ja, liked meine Posts! Ende von 8 bis 10. Okay. Alt file. Lick meine Posts, bruh. Hier ist irgendwie nichts. Der goldene Key. Boah, der hat ein juicy ass. Wir haben doch tolle Asses. Und was ist jetzt aufgegangen? Sehen aus wie Teletubbies. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Oh ja, der goldene Schlüssel. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, das ist unangenehm. Help. Oh nein. Scheiße, nein! Er hat was ganz Ekliges gemacht, aber man sieht es zum Glück nicht wegen meinem Tomatenkopf. So, da heult doch irgendwas. So, jetzt aber Konzentration. Genau das, was da hinten so komisch sich mitschiebt, wirkt einfach mega strange. Help. I need somebody. Help. Oh, es ist unangenehm einzuschätzen. Da werden schon noch mehr von denen jetzt sein. Von den Teletubbies. Oh Gott. Alles gut. Ich muss hoch, oder? Boah, ey, der Entwickler hat es in so kurzer Zeit alles gemacht, ne? TikTok. TikTok. How many clocks? How many clocks since you entered the clock tower? Consider standing once. Oh mein Gott, was? Be careful. The one on the moon doesn't count. Brauchst einen Hinweis? No more. Also nicht mehr als 40 und sind nicht mehr als 20. Also Leute, ihr habt doch bestimmt mitgezählt, oder? Remember, you can alternate. Okay, was habe ich denn jetzt für ein Outfit? Oh, das ist doch nett. Jetzt bin ich sie. Wie witzig.
Okay, wie viel waren's? Mr. Lösungsbuch hat natürlich mitgelesen. Wunderbar. 26. Wer hätte das wissen können? Mitgezählt. Ah, nochmal eins. Sehr nice. Dann wieder zurück oder wie? Den ganzen Weg zurück? Really? Oh Gott, Hilfe. Ja, speichern ist ein guter Punkt. Oh Gott, der ganze Weg zurück. Ich hätte jetzt gerne eine Abkürzung gehabt. Mr. Entwickler. Mr. Entwickler. Also ich muss sagen, ich bin gespannt auf den Plot-Twist, weil von den Gestalten her hat mir der erste und zweite mit am besten gefallen. So auch mit diesen Zwillingen und so. Das war alles so dieses, wir haben eine Familie und die ist so mega gruselig. Aber ich verstehe auch, dass es voll der Druck ist, immer alleine sich was Neues auszudenken. Okay, jetzt kann ich doch hochgehen und diese ganzen Dinger öffnen. Ich höre doch irgendwas komisches atmen, oder? So. Eine abandoned, ein verlassenes Camp? I don't like it. Die heutigen Aktivitäten. Kannibalismus, Kannibalismus und Kannibalismus. Na, ganz toll. Mhm. Ist es auf mich bezogen? Ja, ich sollte wirklich speichern. Ich will aber den Kannibalismus nicht fühlen. Keine Ahnung, wo ich lang soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Immerhin ist mein Hund noch bei mir. Und der Live-Chat. Die Gnus bleiben da. Always unfair. Oh, eine heilige Shotgun. Ja, nice. Ja, da sage ich doch nicht nein. Holy Grail. Oh, und jetzt wo lang? Oh, was? Kann ich nicht. Ich habe mal das Gefühl. Du bist ekelhaft. Oh scheiße, was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Habe ich eine heilige Shotgun? Kann ich die irgendwie nutzen? Nee. Oh shit, was mache ich jetzt? Oh Gott, Hilfe. Das ist ja furchtbar. Was? Keine Ahnung, wie ich den angreifen soll. Also der springt hier ja, ne? Keine Ahnung, kann ich den... Oh, ich habe ihn angegriffen. Ah, ich kann ihn abknallen, okay. Oh. Ah! Das ist meine Shotgun. It's the Holy Grail. Wie viel Schuss habe ich denn? Ja, faszinierend. Boah, braucht der lang. Oh Gott, Hilfe. Das hätte mich fast gehabt. Wahrscheinlich wieder nur One-Hit, ne? One-Hit-Wonder. Weg mit dir! Weg. Wir haben es gleich, noch zwei Schuss. Look at my booty. Oh Gott. Du Sack. So, jetzt letzter Schuss, Leute. Ich hätte den Schuss wohl nicht gehört hier. Bam! Die. Ha.
Bam. So, er wurde befreit. Sie kannst du auch um. Es ist ja genau die gleiche. Mein Gott. Alessa, shake your. Was sagt der? Shake your. Er sagt's nicht, ne? Weil er genau weiß, bis es alle gestrikt und gemeldet werden. Was gibt's denn noch? Den Marionettenmacher? Oder Princess of Head Scissors? Oh, wo gehe ich denn jetzt rein am besten? Hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich geh jetzt hier rein. Okay, Leute. Ich glaube, es ist langsam the final countdown hier. Ja. Oh Gott, ist das Haus einfach wieder viel zu groß. Eine Leather, ein Hebel. Wie auch immer. I don't know. Eine blutige Wanne. Mhm. Schlüssel. Ein BH. Why? Ich habe keine Ahnung, es ist wieder so groß. Um Himmels Willen. Der Workshop. Oh, ich glaube, da ist was hinterm Vorhang. Oh, I don't like it. Oh, da geht's runter. Ich hab. Ja, stimmt, ihr habt recht, speichern. Aber ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier tue. The holy frying pan. Muss ich die jetzt mit der Pfanne wegklatschen? Oh nein. Io, was bist denn du? Ich bin Pinocchio und ich möchte dich knuddeln. Was soll ich tun? Run. Give him the bra. Soll ich ihm den BH geben? Alessa gibt Pinocchio den BH der Stiefschwester. Er wird auf jeden Fall glücklich und rennt weg. Und jetzt ist seine Nase noch länger als davor. Oh mein Gott, das ist weird. Ich habe keine Ahnung. Kann ich speichern? Verdammt, ich hätte speichern sollen davor. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles wird furchtbar gruselig. Hey, diese Wege sind mir einfach zu lang. Bin ich jetzt zurück? Das war's? Ich musste nur den heiligen BH geben? Oh nee, schon wieder ein Endboss. Oh nein! Was für ein großer Cake. Geppetto. Ach so, more like big ass Petto. And I'm right, you dare invade by Domian. No. No one will interfere with Mr. Alfred. Also er will quasi, dass ich nicht mich an dem mit dem anlege. He has already given me these powers. Time to turn. Oh nein, was muss ich machen? Oh nein, was muss ich machen? Muss ich der Hand ausweichen immer? Oh shit, ich bin tot. Oh nein. Wollen wir uns einigen, dass wir uns einfach das Ende anschauen? Ich finde es super anstrengend, gerade das Spiel. Also ich finde es irgendwie auch so sinnlos, weil wir machen gerade gar nichts Tolles mehr irgendwie. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir uns das Ende jetzt anschauen, weil ich muss jetzt im Prinzip noch den Pinocchio töten, ich muss die Mrs. Scissor töten und dann tötest du zwei oder dreimal Mr. Alfred und ich finde, die Tasks an sich ergeben gerade nicht mehr so viel Sinn. Das ist übrigens das Gameplay von Gaming Sugoi. Ich werde euch den unten in der Beschreibung verlinken und wir schauen uns jetzt einfach an, was passiert, wenn wir Mr. Alfred zum 10.000. Mal getötet haben. So. Der hat auch den Sound ausgemacht. So, das ist dann im Prinzip ab hier. With a social worker. No, I don't want to sleep again. So, dann bringt die wieder zum Schlafen. Süße Träume. Tell Bob I said hi. Bling. Greta, are you okay? Greta, geht's dir gut? Alessa. Alessa.
muss jetzt leider so übersetzen. So, er hat es also nicht geschafft, sie jetzt. Oh mein Gott, sie wird umgebracht. Das Ritual zu benutzen, aber sie wurde gerade getötet. Gerade. One last gift. Before I go back to my slumber. Also das letzte Geschenk, bevor ich in den Schlummer gehe. Goodbye forever, Alessa. Tschüss für immer, Alessa. Auf dem Schwein. No! Vielleicht haben wir sie auch getötet, weil wir der Psycho sind. Alessa. Greta? Alessa, Greta. Thank you for Danke everything. Für alles. I will always wait for you. Ich werde für immer auf dich warten. Voll süß, haben sogar extra Leute jetzt synchronisiert, ne? Greta! I'll always love you. Ich werde dich immer lieben. Mich juckt's gar nicht mit den Händen, wie immer auf dem Rücken. I promise. Verspreche, wir werden uns wiedersehen. Das ist die Frage, ob ich die getötet habe, weil ich in meiner eigenen Psycho-Welt lebe. Sind alle am Bein, das war blau. Vielleicht war es halt so, dass sie sterben musste, weil sie die einzige Connection war, die die ganze Zeit einen in diese komische Welt gebracht hat. Jetzt bin ich wieder allein. Nächstes Mal mit twerken. Greta war Alessas größte Liebe und der Impact auf ihren Tod hat sie schwer getroffen. Alessa also knew that Greta would have wanted her to move on. Also Alessa hatte immer gewollt, dass Greta weitermacht. Alessa eventually resumed her work as a social worker. Also Greta hätte gewollt, dass wir weitermachen und ich habe jetzt wieder weitergemacht mit meinem sozialen Arbeit. The death of Greta was a wound that would never heal. But with every day, it won't hurt less more. 2 years after the death of Greta, Alessa meet someone new, beautiful person named Gaming Sugoi. Also im Prinzip ihn. Also im Prinzip ist so, dass es halt war, Greta ist gestorben, Alessa war traurig, sie hat wieder ihre Arbeit als Sozialarbeiterin angefangen. Nach 2 Jahren hat sie jemand getroffen, names Gaming Sugoi. Bei mir wäre es jetzt Gnu gewesen. Witzig. Also es ist halt They began dating, they fell in love, they began relationship and when she got married. Sie fangen an zu daten, verlieben sich, hatten eine Beziehung und haben vielleicht geheiratet. Aber ein paar Monate später war sie schwanger. Alessa ist schwanger. Alessa lived a happy life and she had Alessa lebte ein glückliches Leben und hatte ganz viel Enkel. Then one day she was diagnosed with a terminal illness and she eventually passed away. Sie hatte dann ein paar Jahre später eine Krankheit und ist wieder gestorben. However, death is just the beginning. Wie auch immer, Tod ist erst der Anfang. Jetzt fange ich wieder von vorne an, oder wie? Kommst du noch die Zwillinge? Hallo, Alessa, erinnerst du dich an uns? Dank dir sind wir jetzt frei. Ach, witzig. Das sind die Zwillinge. But after you put him to sleep, our souls became free. Thank you, Alessa. We're sorry for everything. Ach, witzig, weil wir quasi jetzt den Mr. Bob zum Schlafen gebracht haben, sind die Seelen von den Zwillingen jetzt frei. Die sind aus dem ersten und zweiten Teil. She became a ballerina after all. Das ist die Mutter, die verrückte Frau von Mr. Bob gewesen. Witzig. Und hier ist Greta. Now finally we meet again. Sie hat auf mich gewartet, hoffe ich. Alessa. I waited ich for so lange gewartet. Greta, we'll always be together Wir werden jetzt now. Immer zusammen sein. Was ist mit meinem Mann und die Kinder, die ich gemacht habe? Ist alles egal.
Ending 12 von 12 Happiness, das gewöhnliche Ende. Das ist das Ende und somit ist auch das Spiel an sich, House of Alessa 3, beendet. Und man soll sich ja die Credits anschauen. Die gehen sehr, sehr lang, weil da ja auch die ganzen Synchronsprecher da sind. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Out-Szene, die schauen wir uns jetzt auch noch gleich an. Die kam nämlich, glaube ich, gleich hier hinten. Schauen wir das gleich an, weil vielleicht gibt es noch einen neuen Teil. Outcard. Das ist Alessa. Und was sagt sie? My name is Vanessa. Mein Name ist Vanessa. My grandma Alessa was a social worker who battled demons. Ach, das ist jetzt die Tochter. She told me to be ready for the one called Mr. Bob. Oh, shit. He'll wake up soon. And I'll be waiting for him. Okay, es ist jetzt quasi die Nichte oder die Enkelin von Alessa und jetzt kommt der Mr. Bob wieder, 99 Jahre später und sie hat quasi gesagt, er kommt 99 Jahre wieder, du musst jetzt weitermachen. Das heißt, die Enkelin muss weiter kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich House of Alessa 4 spielen werde. Erstmal danke an den Kanal, dass wir das Ende schauen mussten. Mir war das jetzt zu lang. Das Spiel hätte man in 1,5 Stunden zeigen können. Ich hätte das jetzt 3,5 Stunden gespielt und am Ende war es wirklich einfach nur noch, nicht mal die Rätsel waren schwer, es war einfach nur noch lange Korridore entlanglaufen und irgendwelche Hebel drücken. Deswegen muss ich immer ehrlich sagen, ich bin oft kein Fan von Fortsetzungen. Ich habe immer Angst, wenn gute Spiele Fortsetzungen haben, weil ich schon so oft erlebt habe, dass die Fortsetzung leider nicht so gut ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen und denke so, oh je, es hat cool angefangen. Ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn die Alessa sich das wirklich alles nur eingebildet hätte am Ende und das nämlich rauskommt und wir eigentlich dann komplett viele Leute umgebracht haben zum Beispiel. Aber hat mich jetzt nichts überzeugt. Also es war die erste 1,5 Stunden lustig. Ich fand auch die Arschwitze irgendwann zu viel. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Über einen Daumen nach oben, ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und natürlich wie immer eure Meinung und weitere Spiele, die ihr mir gerne empfehlt. Ihr habt es ja schon gehört, wir machen jetzt Alan Wake 1 und dann ganz entspannt den 2er als nächstes großes Projekt. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.